Er ist ja auch ziemlich krank, wie ich mitbekommen habe. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber das glaube ich ihm jetzt. Er hat ja AIDS, glaube ich. Schade, dass dann, ne, dass man dann wirklich den Weg, gerade wenn man sowas hat, abweicht vom Herrn Jesus Christus. Deswegen habe ich auch für ihn gebetet, aber mal gucken. Gesagt, also ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass Russland mich schon voll gerettet hat. Ich habe auch nicht gesehen, dass er sich traut, überhaupt die Ukraine zu betreten, weil ich kann mir gut vorstellen, das haben auch wahrscheinlich die ein oder anderen Bürger da hinten gesehen, seine Videos, was er da behauptet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass nicht jeder da so gut auf ihn zu sprechen ist. Ja, ich glaube eher, da geht es mehr um Aufmerksamkeit, weil. Ein guter Satz, Aufmerksamkeit. Viele, viele Leute sind unter Richtig. TikTok nur wegen ihrer eigenen Ego, wegen ihrer eigenen Aufmerksamkeit. Da sind, Richtig. ich würde sagen, 90% Leute unterwegs. Ja, aber auch die, die um 20.000 Euro wetten wollen für eine Debatte, die gibt es auch, Tito. Ja, die gibt es auch. Und Oder die bist du jetzt, einmal. bist du denn jetzt der Tito von gestern? Bist du der Tito von gestern, Ja, der. ich bin Tito. Der Jesus ist Muslim. Ja, hat Ah, schon. okay, ja, also doch richtig. Also doch richtig. Ja. Wenn ich Aufmerksamkeit wollte, dann hätte ich das auf andere Art und Weise gemacht. Nicht über Stimmt. diese Religionsszene, debattieren über Bibel, Gott und etwas Ja, wie anderes. gesagt, aber wir wollen ja auch aufklären, weil es gibt nur einen Gott und es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt keine zwei Götter, nicht zwei Ein Wahrheiten, Gott, nur eine. das ist das Wichtigste. Es gibt nur einen Gott. Ja? Richtig. Wenn wir jetzt versuchen, tiefer reinzugehen, dann wird es schon zu einer Diskussion, Debatte oder was weiß ich. Dann lieber bleiben wir bei diesem Was ist Satz. mit Ein dir? Gott, wie gut ist. Tito, hast du dir irgendwelche neuen Fragen besorgt von Google oder wie gehen wir jetzt weiter mit dir vor? Ich habe nicht verstanden. Was Google? Du suchst ja immer deine Fragen von Google heraus. So, und du kommst auch immer mit den Meinst du? gleichen Oh, Fragen. okay. Ich bin gerade Auto am Fahren, wenn du willst. Meine, was ich über Bibel denke und so. Wir können debattieren und diskutieren. Okay, wenn du Nein, kennst Bibel gut aus, ich okay. möchte nicht debattieren. Ich wollte nur mal wissen, ob du jetzt vielleicht irgendeine andere Okay. Frage hast, weil ich habe schon bestimmt 10 Mal die gleichen Fragen von dir gehört. Jedes Mal hast du eine Erklärung dafür Welche zum bekommen. Beispiel? Welche hast du gehört? Welche hast du Ja, gehört? immer das Gleiche bei dir. Ich merke es mir auch nicht schon mittlerweile, weil kann man hier viele Leute Ach nicht so, ach so, ach ernst so. nehmen. Ja. Ja gut, dann ich kann auch sagen, ja, kannst du mir beweisen, aus dem Alten Testament, wo der Messias gekreuzigt werden soll? Wo ist das prophezeit? Wo ist das Du bist ja prophezeit? schon am Stottern, du bist schon am Stottern, während du den Satz Ja, weißt du aussprichst. überhaupt? Ja gut, ich kann nicht perfekt Deutsch reden. Gut ist, ich habe das da nicht gelernt, nicht studiert, nicht in die Schule gegangen. Nein, das war ja auch nicht der Grund, warum du gestottert hast, sondern weil du hast hier gerade versucht, eine neue Frage auszudenken, aber hat nicht ganz geklappt. Aber wenn du die Bibel auf Deutsch gelesen hast oder in den Ach Sprache hast du denn. so. Auf welche Sprache hast du deinen Koran gelesen? Kannst du mir jetzt, ich kann dir jetzt aus dem Kopf sagen, Ich über habe alle dir eine Frage gestellt. messianische Ich kenne schon deine Show. Prophezeiungen aus der Ich Bibel. kenne deine Aus der Show Bibel. schon. Ich kenne deine Show. Du kommst rein, willst 100 Fragen stellen und danach abhauen. Ich möchte mal von dir eine Frage beantwortet kriegen, auf welche Sprache du deinen Koran gelesen hast. Auf Bosnisch oder Kroatisch oder Serbisch, wie du das nennst. Masha'Allah. Okay. Maschallah. Alhamdulillah. Okay. Und hast du mal den Koran, deinen albanischen Koran, mal mit dem deutschen verglichen? Albanische nicht. Ich habe nicht Albanisch gelesen. Ja, oder auf Bosnisch, Auf was? Bosnisch. Auf Ja. Bosnisch.
Sind damals die Bosnier nach Mekka gegangen, um Arabisch zu lernen und um den Islam kennenzulernen, oder wie ist das dazu gekommen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich die Sizilien war muslimisch, islamisch. Sizilien war islamisch, dann war Spanien islamisch. Dann sind irgendwelche Muslime nach Bosnien auch rübergewandert. Dann ist der Osmanische Reich gekommen und dadurch sind meistens Islam ist gekommen auf Balkan. Du hast nicht ganz flüssig geredet, Bruder. Du hast immer wieder mit A, U und I und A gesprochen. Mach mal bitte einmal fließend, dass ich das auch verstehe, was du sagen willst. Ach cool, wie ist der Islam nach Bosnien gekommen, musstest du wissen. So habe ich das verstanden. Oh. Hat Mohammed roten Teppich ausgerollt bis nach Bosnien, dass sie herzlich willkommen sind? Oder wie ist das dazu gekommen? Oder sind die Bosnier selber nach Mekka aber gegangen? Wenn du so anfängst, so ohne Respekt zu reden, dann kann ich auch mit dir ohne Respekt reden. Habe ich dich irgendwie beleidigt? Das bringt dich jetzt so zu reden, entweder hast du irgendwelche Fakten, rede mal vernünftig. Oder sollen wir jetzt uns streiten und beleidigen? Was ist dein Ziel? Ganz kurz, Leute. Wenn du keine Wissen hast über dein eigenes Buch, wie dann solltest du das nicht verstecken, indem du andere da versuchst, als schlecht darzustellen. Verstehst ganz du? Ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Leute, bitte alle gemeinsam liken. Und Tito, hörst du mich? Ja, oder? Ja, ich höre dich. Okay, Bruder, hör mal zu. Ich habe bisher keine richtige Antwort bekommen. Ich hatte vorhin eine sehr, sehr spezielle Frage gestellt. Ich kenne mich nicht aus, wie gesagt. Ich kann nur von euch lernen und deswegen frage ich euch das, ja. Und zwar hatte ich ja, bevor wir wegen den Islam verbreiten hier sprechen, eine Frage hätte ich da, eine sehr, sehr spezielle Frage. Was? Ich habe nichts gesprochen über, ich habe keinen Islam verbreitet hier. Nein, nein, alles gut. Eine Frage hätte ich da. Und zwar, mich interessiert eine Sache. Wer kommt am jüngsten Tag des Gerichts? Okay. Wer kommt? Am jüngsten Tag des Gerichts, genau. Ja, kommen alle Menschen, die je geboren sind, und es steht Allmächtige Allah und er wird richten. Über jede Person. Aber wer kommt? Wer kommt? Wer wird kommen? Siehst du vielleicht selber, Bruder, ne? Er will nicht antworten. Er will nicht antworten. Nee, Mika, warte. Du willst sagen, in den letzten Zeiten, dass der Jesus zurückkommt, meinst du das? Diese Geschichte okay, willst du hören. Das heißt also, okay. Jesus kommt richten. Moment, Dito. Nein. Kurz. Wer kommt richten? Wer kommt denn hier richten? Hier, auf Erde. Ja, wer kommt richten? Kommt keine richten, keine richten. Was richten? Was soll er auf Erde richten? Laut Islam, alle Menschen werden sterben. Ja? Alle, die je geboren sind, werden sterben. Und alle Schöpfung wird Allah vernichten. Dann wird er alles Neue schaffen. Und dann alle Menschen, die jemals gelebt haben, alle Engel, alle diese Geister, die werden wieder hergestellt, wie die waren. Und dann kommt Gericht. Und dann Gott richtet die Leute nach dem, was sie getan haben, was sie gemacht haben. Du hast meine Frage nicht verstanden. Okay, dann lass mich kurz reden, Leute, lasst mich ganz kurz reden, bitte. Ihr könnt gleich alle reden, gleich einen kleinen Moment. Tito, guck mal, du bist ja jetzt hier gerade in meinem Channel, okay? Und ich bin ein Mensch, ich rede sehr klar und deutlich mit dir. Ich frage dich diese Frage nochmal, weil du hast sie mir nicht direkt beantwortet, ne? Und ich möchte nur nicht, dass die Leute denken, du wärst, okay, deswegen frage ich dich nochmal. Wer kommt uns richten? Wer kommt hierher auf unserer Erde und richtet uns? Wer? Ich sage ja laut Islam, keiner. Habe ich geantwortet? Ich sage, keiner kommt richten. Okay. Okay, dann guck mal bitte zu 471, bitte. Kannst du die aufschlagen? Aha.
Keiner kommt richten auf Erde. Keiner kommt uns richten. Aha. Okay. Okay. Ja. Das ist doch also, ist das ein Fehler? Dass Jesus gegen den Dajjal oder wie auch immer da kämpfen wird und dann nach 7 Jahren irgendwie stirbt. Aber das ist keine jüngste Gericht, Junge. Da verwechselst du zwei Sachen. Ich habe gefragt, was hier auf der Erde passieren wird, mein Lieber. Rede dich nicht heraus, rede nicht drumherum. Er redet klar und deutlich. Jeder versteht seine Fragen außer dir, mysteriöserweise. Ja, das ist am Ende der Zeiten ist ein anderer Begriff als jüngste Gericht. Verstehst du? Okay, ich frage also, dich diese Frage nochmal. Am Ende der Zeit kommt Jesus zurück. Ja? Bruder Tito, bitte. Tito, Bruder Tito, bitte, Bruder. Guck mal, ich empfange dich hier mit sehr viel Respekt und du darfst hier sein, du kannst auch jederzeit hier. Ja, du bist sehr respektvoll, muss ich sagen. Genau. Du bist sehr respektvoll, okay. Aber Bruder, guck mal, ich frage dich diese Frage nochmal. Wer kommt uns richten? Es muss ja jemand kommen und uns richten. Wer kommt uns richten? Wer richtet uns, wenn er kommt? Wer richtet uns? Laut Islam, das Gericht wird nicht auf die Erde sein. Nicht auf die Erde. Auf diese Erde, das nicht heißt, auf also, diese Erde. Es kommt niemand uns richten, es wird jetzt auch nicht mehr auf die Erde sein. Okay, wo dann? Genau. Aber wo? Allah wird erschaffen, alles neu. Ja? Alles neu. Bruder, ja, aber das beantwortet immer noch nicht. Zum Beispiel, ihr habt doch gehört auf Yom Kiyama, das heißt, diese Erde, dieser Himmel, diese alles wird vernichtet. Zum Staub, nichts. Verstehst du? Ja. Okay. Guck mal, Tito. Ich verstehe dich, Tito. Alles gut. Bei allem Respekt, Tito. Okay. Ja. Das heißt also, auf dieser Erde kommt uns, also Gott, keiner kommt uns richten, sagst du, richtig? Auf die Erde nicht. Okay. Ich hatte vorhin jemanden gehabt, oder vor einem Tag hat jemand gesagt, Isa kommt uns richten. So, vorhin kam einer rein, Mardi und Isa kommt uns richten. Vorgestern hatte ich jemanden gehabt, der hat gesagt, keiner kommt uns richten. So, was ist jetzt die Wahrheit? Also auf die Erde wird keiner richten. Keiner wird auf die Erde richten. Ihr verwechselt, dass der Jesus kommt hier. Ja? Und Jesus kommt hier. Ja, boah, der läuft schön. Und? Der wird nicht kommen, um das Kreuz zu zerbrechen. Wo ist denn das Kreuz? Ist das Kreuz nicht auf der Erde? Wird der nicht auch das Kreuz hier zerbrechen wollen? Wer ist das denn? Ja. Ist das richtig oder ist das zerbricht? Ja, ist das richtig Ich stelle mal diese Frage. Wer kommt das Kreuz richten? Zerbrechen? Tito, wer kommt das Kreuz zerbrechen? Wer macht dieses Kreuz? Das ist ja eine ganz andere Frage. Hast du recht? Jesus kommt, der wird dieses Kreuz brechen. Genau. Indem er euch erklärt, also, ich bin nicht gestorben am Kreuz. Ja, ich bin nicht gestorben. Das heißt, diese Kreuz hat keinen Zweck. Okay, jetzt auf einmal kommt Jesus doch und zerstört diesen Kreuz. Okay, meine Frage ist, ich bin genug intelligent, dass ich sehe deine Versuchung, die Frage zweideutig zu stellen. Ja. Also es ist ganz anders, wenn du fragst, wer kommt zu richten oder wer kommt zurück. Ja? Ich habe niemals behauptet, dass Jesus kommt zu richten irgendetwas. Er werde euch rechtleiten und eure Fehler euch zeigen, dass er... Das ist richten. Das genau. ist ja richten. Nein, das ist keine Richten. Dass ihr irregelaufen seid, dass ihr glaubt an... Dass er tot war und auferstanden, der werde euch zeigen, dass er nicht tot war, nicht gekreuzigt worden war. Und dass Verehrung von Kreuz und was weiß ich, Menschensohn, sowas, dass das alles falsche Lehre ist. Okay, das ganz gut. Können wir vielleicht mal über die Kreuzigung sprechen? Gleich. Wir reden gleich über die Kreuzigung. Kleinen Moment. Ich möchte nur, dass Tito aus dieser Zwickmühle, weil er kommt da nicht mehr raus. Und ich habe ihn ja gerade da, wo ich ihn haben möchte. Und ich will ihn ja ein paar Fragen stellen. Ja. So, das heißt also, wenn Jesus uns nicht richten kommt, also Isa kommt uns nicht richten, das ist deine Antwort. Okay, das habe ich jetzt verstanden. So,
Die Frage wäre jetzt dann, wer richtet uns dann? Mahdi oder Allah oder wer richtet uns dann? Nur Gott richtet, das weißt du ja, das wisst ihr alle. Aber okay, ich gehe das Spiel ein. Nur Allah nein, richtet. Nein. Jesus, hinter Jesus, wäre seine Volk, seine Leute, die ihm wert haben, die ihm geglaubt haben, hinter ihm werden sein. Der wird auch schwitzen. Hinter Prophet Mohammed werden seine Volk sein. Hinter Musa oder Moise, da werden hinter ihm seine Leute, die ihm gefolgt haben. Okay. Und eine jede spezielle Frage, werde auf diese Tag schwitzen und Angst haben. Okay. Das und heißt, er wird also nicht anfangen, bevor Prophet Mohammed das Gebet macht. Okay. Okay. Und eine Frage. Das heißt also, wenn Allah kommt, kommt Allah mit Mohammed zusammen, oder richtig? Verstehe ich das richtig? Ah, Allah kommt zu niemanden. Nein, Allah. Ich meine, Allah kommt. Du kannst meinen, was du willst. Allah, wir gehen zu Allah. Wir werden es schaffen wieder neu bei Allah. Wo er vorbereitet ist für seine Gericht. Für sein Gericht. Allah hat vorbereitet diesen Gerichtsplatz. Bereitet er vor, so wie Jannah bereitet er vor. Ist schon vorbereitet. Wird jetzt jemand und da, diese dauert 50.000 Jahre, diese Gericht. 50.000 Jahre. 50.000 Jahre zeigen, Tito, wo das steht. 50.000 Jahre. Gericht. Ui, okay. Okay, krass, 50.000 Jahre ist schon heftig. Ja, okay. Ja. Oh Gott, okay. 50.000 Jahre dauert das Gericht, okay. Ja, also gut. Okay, ich verstehe. Ich hole jetzt jemanden kurz hoch, der will uns das kurz erklären, und dann kommen wir nochmal zurück zu Matt und dann kommen wir zu Bruderherz Claudio. Okay, kleinen Moment. Holen wir mal die Person hoch. Sabce, Gottes Segen erstmal, mein Lieber. Wie geht's dir? So, womit können wir dir helfen? Gottes soll mit euch sein. Dankeschön. Wir hören dich sehr gut. Hört mich? Okay. Gut. Weil das, was Tito meint, also Tito, was er sagt, stimmt, aber ihr verwechselt zwei Thematiken miteinander. Das wird so sein, es gibt einmal Akhir Zaman, die Endzeit, und es gibt einmal Yawm al-Qiyama, Tag der Auferstehung. Okay. Und im Islam ist das so, dass in der Endzeit, kurz vor Tag der Auferstehung, wird halt Mehdi wird erscheinen. Das wird Muslim sein und Isa wird erscheinen. Also der Prophet Jesus. Weil laut Islam. Eine Frage, Sabce. Also, das heißt, der Mehdi, der Moslem, der kommt uns richten mit Isa, richtig? Nein, die kommen nicht um zu richten. Die kommen, um den rechten Weg zu zeigen. Richten wird am Tag der Auferstehung. Das große Gericht wird Allah machen. Wo dann jeder Mensch seine Taten bekommt, sein Buch der Taten. Aber Mehdi und Isa werden kommen und Mehdi wird gegen den kleinen Dajjal kämpfen, gegen den Antichristen, und Isa wird gegen den großen Dajjal kämpfen und er wird den Christen... Es gibt jetzt zwei Dajjals, ein kleiner und ein großer Dajjal, richtig? Ja, aber da unterscheiden sich die Meinungen halt. Es gibt halt islamische Gelehrte, die sagen, es gibt halt den großen Dajjal, das ist halt der Antichrist, oder wie er auf Deutsch Antichrist heißt, ich sage es mal Antichrist, aber der Dajjal, ne? Und der wird halt von Isa bekämpft und von seinen Gefährten. Und Isa wird halt den Christen zeigen, was halt der wahre Christentum ist. Weil laut Islam ist natürlich das Christentum mit der Zeit verfälscht worden. Ne? Okay. Ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen. Also nicht falsch verstehen, das ist kein Hate oder so. Ne? Mhm. Nur ist ja klar, das ist halt Muslim. Also Isa, also das heißt, Isa kommt nicht. Sorry, Flexer, aber von wo hat er jetzt genommen, dass jetzt irgendwo in den islamischen Quellen geschrieben steht, dass der Christentum verfälscht wurde nach einer Zeit? Zap, hey. Erklär mir das mal, wo du das her hast. Dann sag mal, das ist der Islam, der das sagt. Das ist kein der Koran. Nein, das erfindest du dir nur dadurch, dass dir irgendwelche deine muslimischen Brüder erzählen sowas. Aber wo steht geschrieben, dass das Christentum verfälscht wurde nach einer Zeit? Zeig mal, wo das geschrieben steht.
Schon allein, dass der Vers im Ikhlas, ne? Erkläre bitte nicht ausweichen, nicht ausweichen. Da weicht doch nicht aus. Wortwörtlich. Okay, ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen. Tapsche, ganz kurz. Er meinte, du sollst die Quellen zeigen. Quellen. Ohne Quellen können wir damit nichts anfangen. Du musst uns die Quelle zeigen, wo es drinne steht zum Beispiel. Hey, hört mal zu, meine islamischen Brüder oder Muslime, die Bibel ist verfälscht. Das hat er gemeint. Wortwörtlich findest du es. Ach so, ja, das hast du aus der Moschee. Das hast du in der Moschee gefunden. Die Worte, Moment mal, darf ich mal dazwischen. Die Wortbibel steht nirgendwo im Koran geschrieben. Die Wortbibel steht nirgendwo im einen Hadith. Nennen wir ein Hadith oder Koran, wo steht Wort Bibel? Bibel. Ich korrigiere dich, ich habe ihn jetzt kurz gestummt. Und zwar, es steht drinne, dass man auf jeden Fall das andere Buch, zwecks die Tora und die anderen Bücher, akzeptieren muss. Da steht wirklich drauf. Wer hat mir denn bitte die Sure? Kann mir jemand vielleicht die Sure vielleicht nennen? Oder wo das nochmal drin steht? Ich habe es jetzt nicht hier bei mir. Matt, kannst du mir da helfen? Ja, in Koran 3, Vers 3 steht, dass Allah da die Tora und das Evangelium offenbart hat. Alles klar. Also Tito, du hast dir gerade selber ans Bein geschossen. Natürlich steht das dort. Bibel, Tora ist was anderes, Injil ist was anderes. Soll er mir beweisen, dass Injil steht? Peter, Bibel oder Injil? Tito, darf ich mal ganz kurz? Tito. Dieser Tito ist verloren. Ja. Okay. Tito, ganz klar. Für tausende von Jahren gab es ein Buch, das Tora hieß. Das sind die fünf Bücher Mose. Es gibt kein anderes Buch, das so heißt. Wenn du jetzt behauptest, dass es ein anderes Buch gibt, das so geheißen hat, dann bitte ich dich hier und jetzt, mir zu beweisen. Keine Bibel. Bibel. Mir das. Steht nicht Bibel. Ich rede nicht von der Bibel. Ich habe ja auch nicht von der Bibel gesprochen. Nein, ich habe nicht von der Bibel gesprochen. Ich habe von der Tora gesprochen. Die Tora sind die fünf Bücher Mose, die seit tausenden Jahren so bekannt sind. Zeigt mir, dass es ein anderes Buch in der Geschichte gab, das ebenfalls Tora hieß. Tevrat, Zebur, Injil. Ist die Tora. Bitte versuch nicht, durch Übersetzungen uns in die Irre zu leiten. Übersetzungen sind kein, das machen aus dem Buch kein anderes Buch. Ja, also wenn ich die Tora anders übersetze, im Namen bleibt die Tora die Tora. Also zeigt mir den Beweis, dass es eine andere Tora gibt. Und zeig mir, dass bitte, es ein anderes Evangelium gibt. Versucht uns Muslime auch nicht den Islam beizubringen. So wie wir Muslime euch den Christentum nicht beibringen, so versucht uns auch nicht den Islam zu beizubringen. Weil das macht keinen Sinn. Ihr als Christen werdet immer anders drauflegen. Wir wollen euch nicht beibringen. Guck mal, wenn ihr nur 50% von dem erwähnt, was dort da drin geschrieben nein, steht, verstehst du das? Nein, das stimmt doch gar nicht. Darf ich bitte kurz ausreden? Ich habe mal eine Frage. Welche muslimische Mutter erzählt ihrem Kind, dass der Prophet Mohammed pädophil war? Ich werde jetzt alle unterbrechen. Und zwar, Leute, ihr stummt euch jetzt bitte alle kurz und ihr hört mir bitte alle gut zu. Hört mal zu, Leute, wenn wir eine Diskussion führen hier, Leute, wenn einer redet, ich sag das jetzt noch einmal, wenn einer redet, dann hört der andere bitte zu. Wenn der eine fertig ist, übergibt er es an den anderen weiter. Und wenn diese Person redet, ist die Person erstmal still und hört den anderen zu. Wenn er fertig ist, dann können wir an die weiteren übergeben. Weil sonst haben wir ein komplettes Durcheinander, Leute. Und das ist ein Desaster hier drin. Denn redet jeder durcheinander und es wird dann nicht funktionieren. Deswegen bitte, Leute, respektiert das. Und an alle anderen hier drin, bitte alle gemeinsam liken, bis wir die 20.000 Likes haben. Und bitte seid respektvoll miteinander. Das ist doch nur eine normale Diskussion. Wir streiten hier nicht, wir sind respektvoll. Deswegen, Leute, bitte. Bruder, was ich gesagt habe? Ja, ich weiß, aber nur kurz eine Sekunde. Aber Wörter wie pädophil und so, ich meine, das hat nichts mit Respekt zu tun. Das musst du zugeben. Pädophilie meint er damit, weil der Mohammed eine Neunjährige geheiratet hat, was ja auch stimmt. Vor 1400 Jahren und er ist aus dem Kontext. Deswegen, ich bitte dich, bitte auch deinen extremen Brüdern, dass sie Respekt haben. Bruder, ganz kurz, ja, Bruder. Ja, Bruder, aber er hat ja wieder gelogen gerade. Du hast ja gerade gehört, er hat wieder gelogen.
Ja, aber lass ihn ausreden. Lass ihn ruhig ausreden. Alles gut. Ich möchte, dass jeder ausredet. Zapsche, du kannst reden. Sorry. Okay, kein Problem. Erstens habe ich nicht gelogen und zweitens nochmal, der Islam sagt, dass Isa in der Endzeit kommen wird und den wahren Christentum den Christen beibringen wird, so dass die Christen halt den wahren Weg quasi folgen werden und Mehdi wird auch und nochmal das Richtige quasi den Muslimen zeigen. Und dann wird halt der Dajjal kommen und Isa wird halt gegen den Dajjal kämpfen. Wie das genau stattfindet und wie das genau aussieht, ne, Allahumma'alam, weil halt Hadithe kann man manchmal wortwörtlich verstehen, manchmal aber auch metaphorisch, weil die arabische Sprache eine sehr metaphorische Sprache ist. Okay, genau. Und, das heißt dann, ja, wenn ich deine Frage kurz beantworten darf, Arabisch kann man nie übersetzen, richtig? Nein, kann man übersetzen, man muss aber den Kontext kennen, man muss wissen, wann das herabgesandt wurde, man muss auch wissen, was da alles ist. Man kann es nicht eins zu eins einfach so sagen, wie zum Beispiel, ne? Und das ist halt, deswegen gibt es ja die Gelehrten. Okay, Flex, jetzt warte ganz kurz, warte ganz kurz. Jetzt hab ich natürlich eine Frage, weil du hast ja gesagt, er kommt ja, Isa, um auch die Christen recht zu leiten, hast du ja gerade gesagt, richtig? Okay, so, dann frage ich dich jetzt eins. Was macht das für einen Sinn, dass ein Allah zuerst mal 2000 Jahre vorher zuerst mal alle Christen in die Irre leitet, in die Irre, und das nur so erschien, um ein Christentum aufzubauen, über 600 Jahre, über Billionen von Menschen, um dann wiederzukommen, um die recht zu leiten. Erklär mir bitte diesen Sinn. Also das für war mich macht eine das keinen perfekte Sinn. Antwort. Das war eine perfekte Antwort. Ich bin jetzt gespannt, was Sabsche dazu sagt. Und ich wusste ganz genau, dass diese Frage kommt. Weil, die habe ich schon so oft gehört, aber egal, ist kein Problem. Erstens hat Allah nicht die Christen quasi täuschen lassen, sondern er hat niemanden vertäuscht, weil Allah ist nicht der Täuscher, sondern die Leute, die Jesus hängen wollten, hat er einfach so gelassen, dass sie es so sehen. Damit sind die Römer gemeint. Weil du meinst den Vers, wo makaru, makaru Allah, wo inna Allah kharul makirin, auf diesen Vers willst du hindeuten, aber damit ist nicht der Täuscher gemeint, sondern damit ist halt der gemeint, der den halt das zeigen wir, was sie halt sehen wollen. Die wollten halt sehen, dass sie Isa aufhängen, aber dann haben die eben gedacht, die Leute haben gedacht, also die nur für die Leute haben die aber nicht. Und es gab danach, ne, und es gab immer noch Christen danach, ne, die sich als, die nicht Christen hießen, die halt sich anders genannt haben, die aber immer noch auf den nächsten Propheten gewartet haben, die aber gejagt worden sind. Und dann erst, ihr wisst ja selber, dass Konstantin der Große später, die Trinität eingeführt hat. Ne, 200 nach Christus. Warte. Okay, Entschuldigung. Aber lass mich danach bitte reden. Ja, natürlich. Sabsche? Sabsche, du kannst weiterreden. Flexa, darf ich ganz kurz, weil er redet immer 5 Minuten. Die Muslime reden immer 5 Minuten. Warte, Protein-Kefir. Erst Matt und dann. 5 Sekunden, die reden 5 Minuten. Okay, dann Protein-Kefir, dann sag du deine, was du sagen möchtest. Aber bitte bleibt alle respektvoll. Ja, klar, es ist respektvoll, Bruder. Sabce, wer war Zeynep? Oh, wechselt jetzt wieder das Thema. Okay, ich bleibe nicht drin. Wechseln. Matt ist dran. Matt kann reden. So, Matt, rede du. Entschuldigung, lass uns bei einem Thema bleiben. Protein Shake, bitte sei mir nicht böse. Nochmal ganz deutlich, Sabce. Wir reden über Geschichte. Geschichte lernt man nicht von Romanautoren wie Dan Brown. Geschichte lernt man von tatsächlich den historischen Dokumenten. Ja, in den historischen Dokumenten haben wir die Kirchenväter vor dem Konzil von Nicea, die alle bestätigen, dass es die Trinität gibt, dass Jesus Gott ist und dass der Heilige Geist Gott ist. Das sind Fakten. Das andere, das ist Fiktion. Das ist ein Roman, der ein Dan Brown geschrieben hat und irgendwelche Clowns wiederholen das dann wieder. Das Konzil von Nicea hat nichts mit der Trinität zu tun. Augustinus hat nichts mit der Trinität zu tun. Konstantin hat nichts mit der Trinität zu tun. Dieses Bild, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist Gott sind, kommt aus der Schrift und wird von den frühen Kirchenvätern bestätigt. Und wenn du willst, ich habe die hier sogar bei mir im Programm auf dem Computer. Ich kann dir die sogar vorlesen, die frühen Kirchenväter, die bestätigen, dass Jesus Gott ist. Also lass uns mal Fiktion beiseite lassen und mit Wahrheit hier arbeiten, das hilft. Okay, dann würde ich gerne mal Protein-Shake reden lassen und dann wieder Sabsche und dann Bruderherz. So, Protein-Shake, Bruder.
Ja, Katsche, also auf jeden Fall, okay, das mit der Pädophilie hast du ja gesagt, war ja nicht wahr. Und aber Inzucht, war das denn normal, was er gemacht hat mit seiner eigenen Cousine heiraten, also dass sein Adoptivsohn musste die sich von ihr scheiden lassen, damit der Mohammed sich an ihr vergehen konnte. Erzähl mal, war das auch ganz normal? Oder hast du dafür auch eine, hast du dafür auch eine Antwort? Wie heißt das? Mohammed sallallahu alaihi wasallam heißt das, oder? Richtig? Sabce, wolltest du nicht mehr mit mir reden, oder bist du sauer? Okay. Nein, nein, ich habe ja schon mal erstmal Shalom an alle gesagt. Hallo, hallo. Ich habe euch zugehört. Hört ihr mich auch gut? Hört ihr mich gut? Akustisch nicht verstanden. Hallo, hallo, hört ihr mich gut? Ja, hören dich. Ja, okay. Hört ihr mich gut, meine ich? Ja, ja, erklär mal bitte, erklär mal bitte. Ob du deine eigene Cousine, der hat keine Netz. Der kann nicht Netz haben. Ob du deine Cousine heiraten würdest, wollte ich mal wissen. Moment mal, Moment mal. Werdest du deine eigene Schwester heiraten? So. Ja, wie der Abraham aus der Bibel. Laut Bibel hat Abraham seine eigene Schwester geheiratet. Was sagst du dazu? Wer kann darauf eine Antwort geben? Weil ich folge Jesus. Ich folge Jesus. Hallo, hört nein, jetzt? Euch steht in Bibel, ihr sollt alle Propheten als Beispiel nein, nennen. Also auch, Bibel, so dem, auch so dem David, ja, der diese, da fremdgegangen ist und dann den Mann umbringen lassen. Da sind eure Vorbilder. Eure Vorbilder sind auch diese Lot, der mit eigenen Tochter Kinder hatte. Zeig bitte den Vers. Erzähl mir das jetzt. Zeig bitte den Vers, der sagt, dass wir dem Verhalten aller Propheten strikt nachfolgen sollen. Richtig. Bitte zeig uns den Vers. Das sind eure Vorbilder. Nein, zeig uns den Vers. Beweise bitte. Keine Behauptungen hier. Beweise. Aber ganz kurz nur mal im Raum, ne? Weil Abraham ist ja ein Prophet. Wenn ich ja das jetzt nenne, wenn ich ja das nenne, dann würdest du mir sagen, ja, aber das ist nicht so gemeint. Zeig uns den Vers, bitte. Okay. Zeig uns den Vers. Zeig ich dir Vers. Warte mal. Zeig ich dir Vers. Warte. Ja. Aber nur noch mal hier für die Leute auch im Chat, weil Abraham ist auch der Prophet der Muslime. Nur mal so am Rande, ne? Okay. Ja, der ist auch Muslime, genau. Aber der ist bei uns nicht so beschrieben, wie eine. Ja. Der ist auch einmal wie David, wie der Teufel da. Okay. War Mohammed, bei uns war ist David der beste ohne Sünde. Tito, war Mohammed der beste Mensch oder was? Ja, genau. Okay. Geil. Du kriegst auf jeden Fall einen Orden von mir, Junge, einen Oscar. Ja, du, ich kenne mich gar nicht aus. Also wenn der sagt, Mohammed war der beste Mensch, dann wird es ja wohl so sein. Also ich weiß von gar nichts. Wie gesagt, ich erwähne das nochmal. Ich habe gar keine Ahnung. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich weiß von nichts. Shalom nochmal in der Runde. Shalom. Shalom. Ja, und ich habe da eine Frage. Also, die erzählen die ganze Zeit, die Bibel ist verfälscht, die Bibel ist verfälscht, aber das, was sie sich zum Nutzen ziehen, ist alles immer original und super echt überliefert worden, oder wie? Hm. Es gab ja letztens einen, der gesagt hat, die Bibel ist nur teilverfälscht. So, jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn man jetzt einen 100-Euro-Schein hat und man sagt jetzt, nö, die ist nicht verfälscht, nur die 50 Euro, da steht eine 60 drauf. Aber ist der sonst, der Rest ist okay. Also, es braucht nur ein Buchstabe oder ein Wort verfälscht sein, dann ist die Bibel verfälscht. So, also wie gesagt, wie er schon gerade gesagt hat, Jesus, man kann sich nicht die Rosinen rauspicken und sagen, nee, das stimmt. Und das, was negativ ist, sagen, nee, das stimmt nicht. Das geht nicht. Ja, absolut. Deswegen verstehe ich das ja nicht immer, dass die da sagen, es ist verfälscht, aber wo Jesus sagt, ich sende euch den Tröster, das soll dann die, im Neuen Testament, das soll dann die Andeutung sein für Mohammed und also so langsam werde ich auch konfus mit dem. Verfälscht? Nein, was heißt denn verfälscht? Verfälscht heißt nicht neu geschrieben. Verfälscht heißt, dass gewisse Sachen verändert worden sind. Ne? Da müssen wir ja auch ein bisschen kleinlich sein, ne? Weil ja, aber das ist ja immer nur dann zum eurem Nutzen, wenn es verfälscht ist. Wenn es original ist, ist es für euch gut, aber und wenn es verfälscht ist, sind wir die Götzen sind oder die Munafiks bei euch oder sowas, ne?
Also irgendwo ist das auch ein Widerspruch in sich, oder? Guck mal, wir sind doch bei euch auch die, die falschen Weg gehen, ist ja klar. Sonst wärt ihr ja Muslime, wenn ihr denkt, der Islam ist der richtige Weg. Und ihr seid bei uns halt auch die, die halt nicht den, den korrekten Weg gehen. Aber ist doch klar, weil sonst wären wir doch alle Christen, wenn wir sagen, ja, aber das sonst, ist das richtige. Aber hörst du denn die Christen? Aber hörst du denn die Christen sagen, dass wir behaupten, euer Koran ist verfälscht? Okay. Ich höre nur die Christen sagen. Darf ich mal jetzt die Quelle nennen? Mohammed? Ja, das zeigt mal die Quelle her. Los. Also du hast gefragt nach der Quelle, wo ihr ich das nenne, dass eure Propheten aus der Bibel eure Vorbilder sein sollten. Ne? Nein, wo wir das tun müssen. In Jakobusbrief. Jakobus. Kennst du Jakobus? Ja. Direkt nach Hebräer. Jakobus habe ich noch nie gehört. Mach mal weiter. Wo steht denn das da genau? Jakobusbrief. Hast du nicht gehört? Nee, der ist mir komplett neu. Aber zeig mal, wo steht denn das genau? Bei Jakobus, okay, vielleicht ja, hast du eine andere Bibel. Kapitel und Vers? Ja, habe ich Kapitel und Vers. Aber wenn du, dann bringt das nichts. Wenn du sagst, du hast nie Jakobus gehört. Ich habe Theologie. Warte, eins nach dem anderen. Leute, es ist wieder aus. Eins nach dem anderen. Ich habe nur eins nach dem anderen. Nach Hebräer kommt Jakobus. Nach Hebräer kommt Jakobus. Ein Witz. Fünfte Kapitel, Vers 10. Lest mal bitte vor. Oder gib mir eine Kamera, dann zeige ich auf Kamera. Der Gott, gib mir Gnade, Kamera. Aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich war bei Petrus, Entschuldigung, vergib mir. Verrutscht. Mein Gott. Ich bin verrutscht. Jakobus. Der kann sich doch verrutschen, Tito. Wir reden hier gerade, es geht um die Ewigkeit. Meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Und des Geduld. So, was wolltest du uns nochmal sagen? Ja, okay. Das steht hier, ja? Ja, das steht da. Des Leidens und der Geduld. Und des Geduld. So, und was wolltest du uns sagen? Leiden und Geduld. Nehmt euch die Propheten zum Vorbild. Okay, ich unterbreche. Tito, ganz kurz. Ich muss den stummen. Des Leiden und des Gedulds. Man hat uns gelehrt, des Leidens und des Gedulds zu haben und nicht den Sünden zu folgen. Da steht nichts mit, wir müssen Sünden folgen, Tito. Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Ich muss das nochmal sagen, Tito, Bruder, ganz kurz. Wenn du die deutsche Sprache nicht kannst, dann lese es auch nicht. Bruder, Max meine ich. Ich meine, das machen die Christen doch auch. Die nehmen einen Teil vom Koran und verstehen es so, wie sie es verstehen wollen. Mal einen nein. Haben Sie das bei mir gesehen? Nicht lügen, bitte. Nicht lügen, Subjects, nicht lügen. Aber vor allem die andere Sache ist auch die. Guck mal, die Bibel ist in einem Hochdeutsch geschrieben. Also das heißt, wer die Bibel verstehen, also wer den Koran nicht versteht, weil der Koran ist sehr, sehr einfach geschrieben. Wer den Koran nicht versteht, der braucht mit der Bibel nicht anfangen zu lesen, mein Lieber. Weil die ganz Worte, gut. Die also Max, du hast gerade eben gesagt, des Leidens und des was? Der Geduld. Der Geduld. So, unser Tito hat aber gesagt, wir sollen uns die Propheten zum Vorbild nehmen. Aber dieser Vers erklärt gerade des Leidens und des Gedulds. So, es heißt nicht, die Sünden müssen wir genauso machen wie die Propheten, sondern des Leidens und des Geduld. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich habe das nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, dass das steht hier. Genau das sollen als unsere Vorbilder. Vorbilder. Das ist ständig. Vorbilder. Das ist das übliche, Bruder. Ich habe ihn. Das ist der Standard bei Ihnen. Ich habe ihn. Aha. Das macht er ständig. Das ist nicht das erste Mal, das wirst du noch immer wieder mit ihm erleben. Tito, nimm's mir nicht böse. Ist, die aber, müssen sich aber das ja annehmen, was Mohammed sagt. Ne? Die müssen das nehmen, so führen, wie Mohammed es geführt hat. Und jetzt versuchen sie uns irgendwie einen reinzubügen mit dieser listigen Art von einer Schlange, uns sowas unterzujubeln. Deswegen sage ich doch.
Es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Erklär mir jetzt, ob Schlange laut Bibel gut ist oder schlecht. Nein, wir bleiben bei dem Thema Abraham. Moment. Wir bleiben bei dem Thema Abraham. Tito, lies das mal vor, was der Mann vorgelesen hat. Nochmal, bitte, liest du das mal vor. Was? Über die Vorbilder. Genau, lies das mal bitte vor. Ja, da steht, Bruder, im Leiden und in die Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, genau, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Siehst du, du hast dir die Frage selbst beantwortet. Ach so, also du bist zum Beispiel, Michael Jackson ist mein Vorbild nur im Tanzen, nicht im Singen, nur Tanzen. Okay, gut. Ah, okay, habe ich verstanden. Gut, klar. Moment, Tito, du hast den Vers gerade, du hast dir die Frage selber beantwortet. Nimmt die Propheten als Vorbilder des Leidens und des Gedulds. Aha, da haben wir es. Da haben wir es. Also Tito, was hast du da verstanden? Ich habe noch mal einen Punkt, Entschuldigung, dass ich hier einhake. Einer von euch muslimischen Freunden hat behauptet, dass der Koran sagt, dass Abraham kein Sünder war. Könnt ihr mal bitte mit mir in Koran 26, 78 bis 82 das lesen? Ja, bitte lesen. So, das ist 26. 78 bis 82. Jeder, der in einen Tafsir reingeht, sieht sofort, dass diese Passage über Abraham, Ibrahim handelt. Da steht dann, der mich erschaffen hat und er ist es, der mich richtig führt und der mir Speise und Trank gibt. Und wenn ich krank bin, ist er es, der mich heilt und der mich sterben lassen wird und mich dann wieder zum Leben zurückbringt. Und jetzt, Achtung, und der, ich hoffe, mir meine Fehler verzeihen wird am Tage des Gerichts. Und das handelt über Abraham. Du kannst in Ibn Kathir reingehen, du kannst in Al-Jadalain reingehen, Fehler. Du kannst in Abbas reingehen. Das stimmt. Moment. Jede ist mit Sünde. Auch also Prophet Isa, Prophet Mohammed, alle Propheten, jeder Mensch ist mit Sünde, aber das sind Vergehen von Propheten. Die Propheten machen eine Vergehen. Vergehen ist. Also jetzt ist Isa auch ein Sünder. Jetzt darf ich doch ausreden jetzt bis Ende, ja? Vergehen ist zum Beispiel, dass der Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, ich gehe zu diesem Fest, ich komme nicht zu diesem Fest. Danach ist er dahin gegangen. Das ist keine Lüge. Verstehst du? So wie zum Beispiel die Propheten haben keine kleine Fehler gemacht, aber nicht sündig, so wie Ehebruch, wie da geschätzt wird, wie heißt das? Diese David oder der andere, der kleine Kinder mit eigene Tochter oder sonstiges. Verstehst du? So, jetzt erkläre okay. Ich dir mal die Passage. Ich unterbreche kurz alle. Ich höre dir zu. Melenia, ich möchte, dass mal unsere Schwester Melenia kurz spricht. Shalom, Gottes Segen euch allen. Hallo. Shalom, Schwester. Hallo. Hi. Und zwar, ich weiß gar nicht, warum wir so sehr in die Tiefe immer mit allen gehen. Das ist für mich alles Verwirrungstaktik. Und Lot und hier. Und es wird immer wieder, wie Matt oder jemand das sehr richtig gesagt hat, das wird immer wieder verdreht, das Wort. Die Bibel wird verdreht. Ich möchte noch anmerken, ich habe mal gehört, dass Tito Ex-Zeuge Jehova war. Also ist die Frage auch, welche Bibel er da liest. Aber das ist mal was anderes. Ihr müsst überhaupt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, meines Erachtens. Und zwar, der Koran selbst bestätigt in Sure 5 ab Vers 44 bis 48 die Tora und das Injil. Und in Vers 5 und in Vers 47, Koran Sure 5, 47 steht ausdrücklich, und so sollen die Leute des Evangeliums nach dem walten, was Allah darin herabgesandt hat. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Frevler. Punkt 1.
So, jetzt kommen wir zu der Frage, wenn der Koran sagt in Sure 614, dass er die Bibel bzw. die Tora und das Evangelium herabgesandt. In Sure 615 sagt er, dass Allahs Wort nicht veränderlich ist. Jetzt ist die Frage, im Koran wurde Jesus Christus nicht gekreuzigt, laut Bibel ja. Also was stimmt jetzt? Allah lügt, er hat die Menschen in die Irre geleitet, wird auch oft im Koran bestätigt. Sure 354, er ist ein Listenschmied. Was ist jetzt die Frage? Was stimmt? Sure 615 bestätigt, dass Allahs Wort nie geändert wird, aber laut Bibel wurde Jesus gekreuzigt, laut Koran nicht. Wir brauchen überhaupt nicht über Abraham und solche tiefgreifende Verwirrungstaktiken hier von Tito uns vorführen lassen. Ich lasse mich von einem Tito nicht vorführen, Leute. Einfach das nur Ding lesen. Ist, danke. Der Tito hat sich ja quasi selbst widerlegt. Ne? Er hat gesagt, Abraham, wir müssen seine Sünden zum Vorbild nehmen. Er hat dann was vorgelesen und hat sich damit somit selber die Antwort gegeben. Das ist ja nicht böse gemeint, aber Tito hat sich selbst widerlegt eigentlich. Ja, alles gut. Darf ich auf Milena diese Punkte da eingehen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, also los, fang an. Ist das für dich nicht normal, dass ein Gott irgendwie jemand etwas aussehen lässt, zum Beispiel, was in Wirklichkeit nicht so ist? Oder dass jemand darstellt etwas als Wahrheit, was nicht Wahrheit ist. Ist das für dich nicht normal, für einen Gott? Also für mich ist es auf jeden Fall nicht normal. Angenommen, okay, ich betreibe keine Gastronomie. Ich als Mutter werde man den Sohn immer erkennen. Was du mir gerade erzählst. Tito, ich als Mutter, jede Mutter auf dieser Welt wird ihren Sohn erkennen. Jede Mutter. Wenn Maria ihren Sohn am Kreuz nicht erkannt hat oder die ganzen Zeugen, die dabei waren, dann erzähl mir bitte, wer lügt? Die ganzen Zeugen oder Allah hat alle in die Irre geleitet und hält alle für blöd? Aber laut deinem Koran gibt es ungefähr 10 Verse, wo Allah die Menschen in die Irre leitet und ein Listenschmied ist. Also komm hier nicht mit solchen blöden, dummen, subtilen Fangfragen. Weil, wenn du nämlich so fragst, dann hat dein Koran Fehler gemacht. Du laberst nur ohne Nein, Sinn und Verstand. Ich halte dir nur deinen Spiegel vor. Dann hast du Frage gestellt und dann bist du still. Jetzt kann ich antworten. Zweite Soluna-Brief, wo der Gott schickt einen verwirrenden Geist, eine verwirrende Macht, schickt der Gott aus der Bibel. Interessant. Dann haben wir zweite Könige 22. Gott schickt eine lügende Geist. Kennst du den lügenden Geist aus der Bibel? Kennst du den lügenden Geist? Ganz kurz, alles stopp. Kennst du den Ezekiel? Stopp. Ich kann dir hier 10 Verse aus der Bibel nehmen, wo der Gott ist eine. Ganz kurz, stopp. Leute, bitte der Schwester Milenia alle mal ein Like geben, alle mal eine kleine Spende machen. Milenia, brutal. Leute, bitte alle einmal tippen und liken. Ja, also, die braucht Blumen. Die braucht Blumen. Nein, Blumen. Die braucht Blumen. Danke. Komm, ich schicke dir auch Blumen. Milenia. Ja, du brauchst Blumen, du lebst davon. Du lebst von den Blumen, komm. Ja, genau, so. Oh Gott, nein, ich bin noch nicht da, dass ich Geschenke möchte, Leute. Oh nein, bitte. Ich mach ganz rot, Leute. Oh Gott, ihr macht mich total verlegen, bitte nicht. Hey, ich bin nicht da, um Geschenke einzusammeln. Ich bin da, um die Dunkelheit aufzudecken. Eskalation, Leute. Hey, Leute. Stopp! Danke! Oh mein Gott, danke! Hey! Ihr macht mich total verlegen, Leute! Gebt ihr noch Milena? Ich gebe noch. Komm hier, Tito, gebt ihr auch Hose. Komm, Milena! Meine Güte, deine Almosen brauchst du nicht.
Ja, jetzt noch, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Komm, komm. Oh mein Gott. Ja, 8000. Leute, bitte nein. Leute, Leute. Leute, nein. Ganz kurz, Leute, wirklich geiler Support. Alle der Millennia spenden. Die tausendste Blume hast du von mir gekriegt. Super. Boah. Boah, jetzt kann die ausatmen. Jetzt bist du zufrieden. Du bist jetzt zufrieden. Milena, du bist jetzt glücklich. Du bist jetzt glücklich. Hört ihr das? Leute, hört ihr das? Ich danke euch vom Herzen. Du kommst jetzt zu Jesus. Schwester, du kommst jetzt zu Jesus, Milena. Rede weiter, Schwester. Verkündige das Wort Gottes. Komm, preach, Schwester, preach. Ich will nur die Dunkelheit aufdecken. Weißt du, ich will nicht auf diese. Richtig, Schwester. Aber schau mal, er sagt jetzt, bist du jetzt glücklich, hast du Geschenke? Ich habe nach nichts verlangt. Ich komme Leute auch nicht in den Stream, um Geschenke zu holen. Ich danke euch vom Herzen. Wirklich, ich habe in meinem Leben noch nie wie heute so viele Geschenke bekommen. Wirklich, und das ist und auch das nicht meine Intention. Doch, wir wissen, dass du das nicht brauchst, aber der Herr führt. Dankeschön, genau. Vielen Dank. Und Milena, der TC hatte ich auf dem Schirm und du weißt, was das heißt, ne? Nein, ich will nur, dass wir alle an Jesus Christus glauben, der für unsere Sünden auf die Welt gekommen ist und nicht an irgendwas, was 600 Jahre später kam, wo sogar bestätigt wird, dass Allah der größte Listenschmied ist. Wir brauchen gar nicht uns in Gespräche verwickeln lassen mit Abraham, Lot und hier. Das machen die absichtlich, dass die uns so verwirren. Wir brauchen bloß ein paar Passagen vergleichen mit der Bibel. Mehr nicht. Diese Verwirrungstaktik. Ja, die Liebe, ich kann verstehen. Die große Liebe, indem man sich selber Harakiri macht oder dem Sohn umbringt, ich weiß nicht, wem haben die da gekreuzigt, oder Sohn oder dem selber, dem Gott. Was ist das für ein Zeugnis? Was ist das für ein Zeugnis? Ja, wurdest du von den Zeugen was in die Erde geleitet? Du bist jetzt böse? Was ist los? Sag Gott mal. Gott ist sehr Liebe. Also, nein, wenn jemand liebt, dann bringt dich einfach um. Gott hat es bei den Zeugen Jehovas nicht gefunden und jetzt bist du wütend. Aber finde den Weg zu Jesus selbst und nicht durch deine Religion. Richtig. Genau, also jetzt einfach Harakiri machen und alles wird gut. Nein, Tito, schau mal, Tito, du liest scheinbar deinen Koran nicht. Du switchst immer wieder. Das habe ich immer gesehen. Ich habe Livestreams gesehen, wo du auf unseren Herrn Jesus Christus spuckst, wo du ihn bespottest. Du betreibst Blasphemie. Das ist einfach nur, das ist Horror, was du machst. Ich kann mir deine Streams gar nicht anhören, weil ich Blasphemie du betreibst. Aber deinen Koran liest du nicht, in dem x-mal drin steht, dass dein Allah der beste Listenschmied ist. Dass dein Allah die Leute, die Menschen in die Irre leitet. Kein liebender Gott schickt einen Menschen in die Irre, sondern er schaut, dass er auf dem rechten Weg kommt. Das hat er von deinem Gott aus der Bibel 10-mal gesehen. Warum hat er den Koran geschickt dann? Wozu dann den Koran noch? Wenn damit er das denn macht in der Bibel, warum gibt er den Koran? Damit du nicht sagen kannst, ich habe davon nicht gehört. Ich habe nur gehört, Jesus ist gestorben für meine Sünde. Du bist der Antichrist, 1. Johannes 2, 22. Der Antichrist war schon in Jesus Zeiten da. Der Antichrist war bei Jesus Zeiten schon da. Shalom, meine Schwester, der Herr segne dich und verkündige weiter, Schwester, weil ich stark im Herrn. Nein, mich regt das nur auf. Milena, war der Antichrist Moment, war der Antichrist schon da? So wie du bist und verkündige weiter. War der Antichrist schon da, wo die Jesus da war? War der Antichrist da? Erzähl mir. Weißt du überhaupt in die Bibel? Ja, gut. Guter Gott, allmächtiger Gott. Weißt du, ob der Jesus? Oh Gott, war das jetzt Jesus? Ob in Zeit von Jesus der Antichrist schon da war? Weißt du was?
Bitte was? Ja, die ist schon begeistert über diese Geschenke, den interessiert nicht mal Jesus jetzt. Ist alles egal. Okay. Ja, das du weißt, du bist ein hinterhältiger Mensch bist. Ganz kurz, Leute. Wir supporten unsere christliche Community. Millennia hat es mehr als nur verdient, Leute. Bomben-Support, Leute. Ich liebe euch dafür, dass ihr die Frau supportet. Wirklich, das macht ihr sehr gut. Leute, hört nicht auf. Ihr macht genau das richtig. Weiter, Leute. Danke, Gottes Segen, Leute. Oh Gott, nein, euch möge Gott segnen. Ich bin nicht da, wie gesagt, aber merkt ihr die Art von Tito? Merkt ihr das? Ich habe nie nach Geschenke gefragt. Nie. Jetzt sagt er, bist du jetzt glücklich? Hast du das ist dieses Heuchlerische, das ist dieser böse Geist. Tito, warum liest du niemals 1. Johannes 2, hast 22? Hast du dem Heiligen Geist überhaupt? Galater 1, 8. Milena. Wie hat dein Mohammed? Milena. Nein, warum liest du nicht Galater 1,8? Tito, ich lasse mich von dir niemals erniedrigen. Nie. Milena. Und wenn die Geschwister glauben, ich bin nicht im Glauben, doch ich bin. Nervös? Aber du wirst mich nicht erniedrigen und auch nicht unseren Herrn spotten. Hast du verstanden? Nicht unseren Herrn wirst du hier spotten. Sie ist im Feuer des Heiligen Geistes. So, jetzt hast du die Bestätigung, dass sie den Heiligen Geist hat. Hat sie Milena Heilige Geist? Amen. Dann hat sie. Dann bist du auch Heilige Gott. Wer ist denn der Heilige Geist für dich, Tito? Ist der Heilige Geist Gott? Jesus hat uns den hinterlassen, weil er lebt in uns. Boah, die labert zu viel. Doch mal die Frage. König und Priester, okay. Das kannst du leider nicht verstehen. Matt, wer ist denn der Heilige Geist für dich? Für mich gibt es das gar nicht. Okay, was ist für euch? Sag mal, was ist, das heißt, der Jesus wusste selber nicht mal, Jesus wusste nicht, dass er den Heiligen Geist hat. Beweise mir, dass Jesus wusste, dass er den Heiligen Geist hat. Beweise mir aus der Bibel, komm. Jesus sendet den Heiligen Geist. Du hast die Traumfolgtitel, ist die Bibel richtig. Ganz kurz, Leute. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen, wenn ich darf. Nur mal ganz kurz. Ja, Leute, hört ihr mich? Kein Problem. Ich möchte nur kurz was sagen. Also im Ganzen drum und dran, ich habe mir das ganze Gespräch angehört und ich bin so Gott froh, ne, dass die Leute darauf reagiert haben, Millennia so viele Geschenke gemacht haben. Wirklich, Leute, Amen. Gottes Segen da draußen. Gott ist mit uns, Leute. Halleluja. Aber ich wollte noch ganz kurz, ich muss jetzt sowieso gleich runter, Leute, und ich danke euch vom Herzen. Aber Flexa, nimm diesen Tito runter. Er kann nur verwirrende Fragen stellen, die er überhaupt nicht versteht. Aber er hat nie Galater 1 gelesen, 1,8. Er hat nie 1. Brief Johannes 2,2 gelesen. Ich weiß zu viel von der Bibel, deswegen bin ich unangenehm. Unangenehm bin ich. Das weiß ich doch. Du spottest unseren Herrn. Das weiß ich doch. Und deswegen, du labest die ganze Zeit, wo du reingekommen bist, hast du nicht einmal eine Minute stillgestanden. Du hast gesehen, wer ich bin. Okay, ganz kurz, Dito. Ganz kurz, Millennia, ganz kurz. Dito, im Ganzen drum und dran, du bist nicht unangenehm, Bruder. Du wurdest jetzt in dem ganzen Gespräch, Bruder, du darfst es mir nicht böse nehmen. Du wurdest die ganze Zeit widerlegt. Die ganze Zeit. Auch sogar von mir wurdest du widerlegt. Dito, nimm es nicht böse, Bruder, aber du wurdest die ganze Zeit widerlegt. Alles gut. Nur ich habe den Matt gefragt, soll er mir beweisen, dass der Jesus wusste, dass er Heilige Geist in sich hat. Bitte. Okay, Gottes Segen, Leute. Nimm mal wieder locker hoch. Er fragt aber hoch dann. Flexa, nimm mal wieder hoch. Ich muss gehen. Ich danke euch vom Herzen. Ciao, Leute. Milena, Gottes Segen, Schwester. Warte mal schnell. Dankeschön. Ey, warte, Moment schnell. Tito, du hast die Schwester angegriffen wegen Heiliger Geist, oder? Aber sag einmal, du hast einen Teufel in dir, sagt der Prophet Mohammed in einem authentischen Hadith. Sahih Muslim 2114a. Was sagst du dazu? Wir haben einen Heiligen Geist und du hast einen Teufel in dir. Mach mich schnell groß, ich werde jeder zeigen hier, dass Tito einen Teufel in sich hat. Nein, warte schnell. Bruder, mach mich schnell groß, wenn du willst. Wieder locker, hallo. Nein, wir werden beweisen, dass du einen Teufel in dir hast. Du besessener Typ. Wieder locker, bleib ruhig. Warum bist du aufgeregt? Schau mal, weil du die Schwester
greifst und tust. Du greifst die Schwester an. Wieder locker. Leute, ich habe gerade mit Max gesprochen. Du greifst die Schwester an wegen Heiliger Geist. Aber der Prophet Mohammed hat gesagt, dass... Ganz kurz, ich muss jetzt alle unterbrechen. Ich muss jetzt alle unterbrechen, ganz kurz. Leute, wir machen das jetzt so, wenn einer redet, dann der Nächste. Sonst kommen wir wieder durcheinander. Ich habe gemerkt, das funktioniert so nicht. Ne? Wenn wieder locker redet, dann lasst ihr bitte den Bruder reden. Und dann gerne auch jemand anders, das ist kein Problem. Aber ansonsten, man merkt, es ist ein Durcheinander hier. Das wird so nicht funktionieren. Deswegen, wieder locker redet, Tito wartet und dann... Okay? Ja, Flex, dann mach ihn auf groß, wieder locker, bitte. Genau, mach mich bitte groß. Diese Frage. Dann kann ich wieder locker fragen. Erstmal klären wir mit diesem Matt über diesen Heiligen Geist. Ob ihr das wusstet? Der Bruder hat gesagt, ich rede und du bleibst still. Also sei leise jetzt. Also keine Antwort, gut. Sei leise jetzt. Warte, Tito. Sei leise jetzt. Warte, Tito. So, bitte, also. Mein Bruder, du kannst reden. Warte schon. Ja, ja, alles gut. Ganz in Ruhe. Alles gut. Also, der Prophet hat gesagt, es gibt keinen unter euch, dem nicht ein Djinn, ein Teufel in sie ist. Sie, die Gefährte, sagten, der Gesandte, also Gesandter Allahs, auch bei euch. Daraufhin sagte er, ja. Also, sogar dein Prophet hat einen Teufel in sich und du auch. Was sagst du dazu, Tito, dass du einen Teufel in dir hast? Sag mal etwas. Ein Djinn, ein Teufel. Du hast einen Teufel in dir. Ein Teufel, ein Djinn. Ein böser Djinn hast du bei dir. Ein böser Djinn. Wir haben den Heiligen Geist, du hast einen Teufel. Sei leise. Er hat geheißen, ich spreche und du bist leise. Also, hier steht hier, du hast einen Teufel in dir. Sei leise jetzt. Warum bist du nervös mit mir? Sei leise, weil du die Schwester angreifst. Du bist ein ehrenloser Typ. Du bist ein ehrenloser Mensch. Kommst hier und greifst die Schwester an wegen Heiliger Geist, obwohl du einen Teufel in dir hast. Du hast einen Teufel in dir. Also, komm, Tito, erklär mal. Kannst du beweisen, dass Djinn Teufel ist? Kannst du erstmal beweisen, dass Djinn Teufel ist? Klar, du lügst. Ich behaupte, du lügst. Ja? Ich behaupte, du lügst. Du hast einen Teufel in dir. Moment. Ein böser Djinn. Du hast ein götzendienischer Djinn in dir. Laute kannst du gewinnen etwas? Meinst du, mit dieser Schreien kannst du etwas gewinnen? Ich schreie nicht, mein Mikrofon ist laut. Wie sollst du, wenn ich schreie, soll ich schreien schnell? Soll ich schnell schreien? Soll ich schreien schnell? Hallo. Beweise erstmal, dass Djinn Teufel ist. Beweise das. Du erzählst etwas, was nicht Wahrheit ist. Ein Djinn, es gibt verschiedene Djinns. Also, und du hast ein homosexueller Djinn in dir. Du hast ein homosexueller Djinn in dir, der ein Dämon ist. Ein Teufel. Ein Djinn ist ein Teufel. Nein. Ein Teufel. Teufel. Du hast ein Teufel in dir. Ein Teufel. Du bist ein Lügner. 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 Du hast einen Teufel in dir. Ein homosexueller Djinn hast du in dir, der ein Götzendiener ist. Das ist es. Ein homosexueller Djinn hast du in dir, der sogar ein Götzendiener ist. Du bist gar nicht mehr wahrzunehmen. Ich rede eben mit Matt. Bitte, Matt, beweis mir, ob die Jesus wusste, dass er den Heiligen Geist in sich jetzt hat oder wusste das nicht. Dass dein Prophet besessen war und du auch. Bitte, Luca, jetzt du flüchtest du. Es wurde sogar Rukia bei dem Prophet gemacht. Rukia, jetzt flüchtest du. Jetzt flüchtest du. Jetzt flüchtest du. Jetzt flüchtest du, Tito. Deine Frauen kannst du angreifen. Du bist Frauen kannst du angreifen. Komm, sag mal, du warum du ein Djinn, ein Teufel in dir hast. Ah, du besessener Typ. Luca. Warte mal, Leute. Aber Tito, du hast eben ein Vers aus der Bibel vorgelesen. So, den hast du falsch vorgelesen. Wir haben dir den widerlegt und ausführlich erklärt. So, jetzt hat der wieder Luca aus deinem Buch vorgelesen. Dann geh doch kurz drauf ein, was da gemeint ist. Ich habe ja eben eingegangen, Djinn bedeutet nicht Teufel. Das weißt er auch. Das weißt du auch. Du bist besessen. Du bist besessen. Du hast Djinns in der Nase. Du hast Djinns in dir selbst. Du hast Djinn, mit dem du sprichst. Ein homosexueller Djinn, die dir vergewaltigt tagtäglich. Vergewaltigt ein Djinn dich.
Also, langsam wird es irgendwann mal ehrenloser Mensch, okay. Mann. Ehrenloser Mensch. Okay. Ehrenloser, ehrenloser Mensch. Was ist deine Ehre? Die Schwester hat den Heiligen Geist, aber du hast ein Djinn in dir. Ein homosexueller Djinn. Homosexueller Djinn, der dich vergewaltigt, Mann, den in deiner Nase ist. Ist das Heilige Geist, der aus dich spricht? Genau, das ist der Heilige Geist. Heilige Paulus, Geist. Paulus, voller Heilige Geist. Geist. Was hat er gemacht? Das hör zu, Heilige Paulus, Geist. Voller Heilige Geist. Hör zu. Soll ich dir zeigen, was passiert okay. ist? Hör zu. Ja. Hör zu. Apostelgeschichte 13. Okay, wollen wir lesen? 23. Lesen wir. 13:23. Also, warte schön. Ja, zu wem ist Jesus der Retter? Les mal. Ey, nicht flüchten, Tito, nicht flüchten. Warum nicht die ganze Zeit du? Flüchten. Dialog, nicht die ganze Zeit Junge? Flüchten. Okay. Nicht flüchten jetzt. Nicht flüchten. Du flüchtest die ganze Zeit. Frage, du flüchtest die ganze Jesus Zeit. Wusste, dass er dem Heiligen Geist in sich hat. Nicht flüchten. Also, nicht flüchten. Nicht die Frage also, ich habe zu dir du gesagt, weißt, ist alles du greifst, jede meine ja, du nimm auf, so viel du willst. Nimm auf, so viel du willst. Zeig jedem, dass okay. du einen Teufel in dir hast, ein homosexueller Djinn, okay, die dich vergewaltigt tagtäglich. Okay? Nimm wer auf und zeig jedem. Und zeig jedem. Siehst du, du hast gar keine Argumente und dann zeige fängst du an, irgendwelche Blüte es geht nicht um Argumente, Tito. Du greifst du eine Schwester und du hast betreffend dein Buch ich sogar denke, einen Teufel in dir. Ich denke, dass du bist langsam richtig für Psychiatrie. Weil so redet kein normaler Mensch. Du musst dich untersuchen lassen, Junge. Ich habe zugehört, wie du mit der Schwester sprichst und was du sagst. Ich blamiere nicht, ich habe deine Quelle gezeigt. Muslim 2114a. Du hast ein Djinn in dir. Erkläre mal. Guck mal. Erkläre mal das, dass du ein Djinn in dir hast. Hallo, du debattierst nicht das erste Mal mit mir. So, du bist in meinem Live, mir alleine, ich habe alle Leute rausgeschmissen, mir eine Mann gegen Mann haben wir debattiert. Und du weißt, dass ich habe Raum. Muslim, ich du habe Feigling. Und ich habe Bukhari. Alles, jede Hadith, wenn du sagst, du musst dir sagen, ich hole das Buch und lesen wir. Kein Problem. Aber du fängst an, wildes Zeug zu erzählen. Hören Sie dir von Internet Sunnat kommen so irgendwelche Hadith, die Battle sind, Dive sind. Du weißt nicht mal, was von genau. deiner Disziplin Tito. Ist diese Hadith. Die Hadith, egal welche du liest, ja, dann muss es Buch gibt 52, Hadith 62, Buch 39, Hadith 6737. Du bist schon gut, Mann. Ich habe die Hadith und Quelle genannt. Notieren. Wer hat das notiert? Welche Note hat gekriegt diese Hadith? Erstmal jetzt erklären uns, welche Note. Siehst du? Okay, danke schön. Oh, ich glaube, da wurde irgendwas hat den gemeldet. Matt. Ah, nee, da, okay. Alles gut, danke. Alles. Kannst du bitte Sahih Muslim 2114a bei sunna.com englische Referenzbuch 52 Hadith 62. Also okay. im Buchreferenz, im englischen Referenzbuch, Buch 39, Hadith 6737. Ich kann auf jeder deiner Hadith, aber lass mal bitte den Matt antworten. Matt, antworte mir meine Frage. Du denkst, spreche mit. Was das sagen, Matt? Ja, der Matt will nicht mehr antworten. Willst du antworten? Erklär mir, ob der Jesus wusste, dass der Heilige Geist in sich hat oder nicht. Wusste das Jesus oder nicht? Ja, ganz einfach. Johannes 20, Vers 22. Und nachdem er es gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Du kennst uns also das wusste der Jesus, dass der, wusste der Jesus, dass er den Heiligen Geist in sich hat? Das ja, war die Frage. Wusste er das. Von der okay. Taufe an. Dann, wieso sagt 3, er, 16. wieso sagt er, wenn du huldigst an dem Sohn, der wird dir es verziehen, aber auf dem Heiligen Geist nicht.
dann sagt er, Moment, lass mich auch, dann sagt er, wenn du huldigst auf Gott, wird dir verzeihen, aber auf Heilige Geist wird dir nicht verzeihen. Wenn der Gott dreieinig wäre und der Jesus hätte diese Glaube, dann wusste er schon, dass der Heilige Geist ist ein Teil von dieser Dreieinigkeit. Aber ich habe noch eine Antwort haben. Ich habe noch nicht fertig. Dass noch antworten. Ich habe nicht Frage zu Ende gestellt. Okay? Ja, dann stell die so. Aber zu Ende und danach mach einen Punkt. Ja, genau. Gemacht. Aus meiner Aussage fragte, dass er einen Teufel hat. Darf ich mal ausreden? Ja. Okay. Dann haben wir den Vater, den Heiligen Geist und den Sohn. Also, der Geist, Heilige Geist ist Gott, aber ist kein Vater und kein Sohn. Stimmt's? Okay. Dann. Der Sohn ist Gott, aber nicht der Vater und nicht der Heilige Geist. Der Vater ist Gott, aber nicht der Heilige Geist und nicht der Sohn. Das ist Trinität. Richtig? Okay. Wenn der Jesus wusste, dass diese drei einheitlich ist, einheitlicher Gott ist, dann hätte er niemals ausgesprochen, wenn du huldigst auf Gott, wird dir verziehen, aber wenn du auf Heilige Geist, wird dir nicht verziehen. Ja, wenn er sagt, auch, nein, war wenn das, er sagt, du auch, machst, wenn du auf, machst, wenn du auf so, wenn du auf so zugeschrieben haben. Und dieses Wirken ist das Wirken des Heiligen Geistes und deshalb ist es die Sünde wieder dem Heiligen Geist. So beantwortet. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Du hast behauptet, Amen. Dass Jesus ein Sünder ist. Kannst du mir bitte erklären, was im Koran 19, Vers 19 steht? Tito? Tito, Koran 19, Vers 19, komm. Ja? Und dann kannst du auch gleich danach noch 3,45 lesen. Ja, dann schauen wir mal, was willst du sagen? Aber im Koran ist er nicht Sünder jetzt. Das willst du sagen. Im Koran ist er nicht Sünder, aber in Bibel steht doch. Okay, können wir schon mal damit übereinstimmen? Im Koran ist Jesus kein Sünder, ist das richtig? Okay, ja, gut. Alles klar. So, jetzt gehen wir mal zu Johannes 7, Vers 1 bis 10 und dann schauen wir mal, ob Jesus dort gelogen hat. Und das ist das Schöne bei Johannes, dir. Okay, Moment, ganzen, Moment, halt, Moment. Sei mal bitte still. Du hast die ganze Zeit geredet, ich war die ganze Zeit still. Wir können deine ich habe nicht gehört, welche Johannes? Kannst du bitte still sein? Johannes 7, 1 bis 10. Wir werden deine Lügen offenbaren und das ist das Schöne bei dir. Du lügst über unsere Schrift und wir zeigen anhand der Schrift, dass du ein Lügner bist. So, Johannes 7, 1 bis 10. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Also sie fordern ihm aus, tu Wunder. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn seine Brüder glaubten ihm nicht. So spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge vor ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinaus, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Vers 10. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Punkt 1. Das Laubhüttenfest ist 7 Tage lang. Punkt 2. Jesus sagt ganz klar, dass er nicht öffentlich dorthin gehen wird, denn seine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er ist auch nicht öffentlich dorthin gegangen, sondern er ist im Verborgenen dorthin gegangen. Und damit ist das absolut keine Lüge. Und wieder mal haben wir ganz klar gezeigt, dass du den Text nicht verstehst oder nicht verstehen willst oder über den Text lügst. Genau, aber bitte jetzt okay. Darauf. Das hast du vorgelesen. Und dass er ein Ding in sich hat. Moment. Erstmal hast du hier gesagt, dass seine Jünger im Vers 5, seine Brüder und seine Jünger haben ihm nicht geglaubt. Seine Brüder, bitte lüge nicht. Seine Brüder, ja? Nicht lügen. Ja, die haben ihm nicht geglaubt. Okay.
dann sagt er hier ganz genau, geh auf diese Fest, ich gehe nicht auf diese Fest. Und du verdrehst irgendwas heimlich, nicht heimlich ab. Was? Das ist klar. Das ist gar nichts. Wenn er sagt, ich gehe nicht auf diese Fest. Ich gehe nicht auf diese Fest. Und auf einmal kommt eine und sagt, ja, ich habe jetzt Jackpot gekriegt und deswegen bin ich gekommen. Warum ist er gekommen? Das heißt, die erste Aussage ist schon falsch. Ich sage jetzt nicht Lüge, aber ist nicht dementsprechend, was nachher passiert worden ist. Oder? Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Gut. Okay, dann gehen wir nochmal, und das ist euer Problem. Ihr lest nicht korrekt. Öffentlich. Auf einem Esel. Das Volk wird Palmenzweige und ihre Tücher vor ihm ausbreiten und er wird öffentlich einziehen. Das ist, wenn seine Zeit erfüllt ist. Hier ist seine Zeit nicht erfüllt und deshalb geht er heimlich später nach mehreren Tagen dort hoch. Und deshalb lügt er nicht, denn er sagt hier, ich gehe nicht dorthin, denn meine Zeit ist nicht erfüllt. Und jeder, der diesen Text damals gelesen hat, hat sofort verstanden, dass es hier darum geht, dass er nicht in der Öffentlichkeit sich offenbart, dem Volk, als der Messias, sondern dass er eben in Verborgenen geht. Und deshalb ist es keine Lüge. Der Kontext bestimmt die Bedeutung des Textes. Das ist einmal eins der Bibelinterpretation. Ein Text kann nur bedeuten, wie der Text damals für die Menschen verstanden wurde. Keiner hat damals verstanden, dass Jesus hier gesagt hat, ich gehe gar nicht auf dieses Fest. Jeder hat verstanden, dass er sagt, ich gehe nicht dorthin und offenbare mich öffentlich. Das tut er auch nicht, sondern er geht heimlich hin. Moment mal. Jetzt in dem gleichen, hier Johannes 3, Vers 2, er redet schon mit dieser Gelehrte. Was erzählst du da? Wieso erzählst du das? Er redet doch mit Pharisäern, öffentlich. Du hast eben gesagt, er hat doch nicht öffentlich geredet. Außerdem, weiter. Ja, okay. Warte mal. Noch was. Gehst du jetzt weiter, in das gleiche Kapitel 7, ja? Gehst du jetzt auf 39, was steht da? Der Heilige Geist war noch nicht da. Weil der Jesus war noch nicht geheiligt. Okay, was sagen wir dazu? Was wollt ihr verlieren? Aber mich kann ja niemals verlieren. Darf ich was sagen? Lest mal bitte. Kleinen Moment, Leute. Tito. 37. Ja. Lest mal durch. Bist du fertig? Aber du Ja, da Zweifel. Also ist Isa nicht unser Jesus? Ist das ein anderer Jesus? Frage ich dich. Ich war sehr lange still, wirklich sehr lange. Lass mal bitte den Bruder Matt reden. Ich sehr deutlich machen. Erstens, Tito hat gesagt, aber Jesus hat doch mit Pharisäern gesprochen. Tito, bitte hör mich. Offenbaren bedeutet für Jesus, dass er in der Öffentlichkeit auf dem Esel, wie vorhergesagt im Alten Testament, einzieht in Jerusalem. Die ganze Stadt weiß das. Es werden die Wege gemacht, er wird empfangen als Messias. Es sind sogar die Offenbarungen von Ezekiel, er kommt aus dem Osten der Stadt. Ich rede jetzt. Bitte sei still. So, er kommt aus dem Osten der Stadt. Er kommt Richtung dem Tempel, das ist, wo Gottes Gegenwart den Tempel verlassen hat, Richtung Osten, aus Ezekiel, zieht Jesus ein in die Stadt. Das ist das Offenbarwerden von Jesus. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn du zu 39 gehst, du liest wieder nicht korrekt. Dort steht, da sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlichen wurde. Es geht um das Empfangen des Heiligen Geistes, was im Pfingsten passiert ist. Wieder bist du nicht korrekt. Und das ist dein Problem. Du liest unsere Bibel nicht korrekt. Du versuchst, deine Interpretation in den Text zu pressen, ohne den Text genau zu lesen. Nein, du genau. Ja jetzt irgendwas zu verdrehen. Wenn die Verherrlichung heißt, das mit dem Esel reinziehen, dann zeig mir zwischen diesem Vers ab. Zwischen Stummen.
Und Tito, wieder okay, ich habe ihn jetzt kurz gestummt. Also, ganz kurz. Wo ist er verherrlicht worden? So, nochmal, ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz, Leute. Ich wieder auf stumm. Ja, bitte, ganz kurz. Leute, wenn ich euch unterbreche, tut mir bitte einen Gefallen und wartet. Ich halte euch auf, aufgrund dessen, dass es hier keine Komplikationsprobleme gibt. So, nochmal an Tito. Also guck mal, Tito, Bruder, du bist ja immer herzlich willkommen hier. Wir können immer gerne reden. Aber du wurdest jetzt die letzten 2 Stunden die ganze Zeit widerlegt, inklusive ich. Und ich habe nicht mal wirklich ein großes Wissen. Und ich habe dich mit 3, 4 Sachen komplett widerlegt. Weißt du, was ich meine, Dito? Das ist ja nicht böse gemeint, Dito. Ne? Du, wie gesagt, ich sage ja, du bist ja herzlich willkommen. Aber lese die Schriften, verstehe die Schriften und dann kannst du gerne Fragen stellen. Aber debattieren ist nicht so deins, mein Bruder. Das ist nicht deins. Weißt du, was ich meine? Das darfst du auch nicht böse nehmen. Weißt du, Dito? Weil du wurdest die ganze Zeit, also die letzten 2, 3 Stunden, wo du jetzt hier warst, du wurdest die ganze Zeit widerlegt. Nonstop. Du konntest gar nichts beweisen. Nichts. Weißt du, was ich meine, Dito? Nimm's mir nicht böse. Aber du kannst mit gewissen Menschen hier nicht reden, wenn du gewisse Schriften nicht gelesen oder verstanden hast. Das geht nicht. Weißt du, was ich meine, Dito? Ja. Naja. Ciao. Ein Mann ist, lassen wir Metern zu Wort und dann soll er auf Koran eingehen, ob Iblis ein Djinn ist oder nicht und so weiter und so fort, dass er ein Djinn sich hat, mit weiß auch Sache. Er soll auch einmal auf Koran eingehen. Bitteschön, Bruder damit. Ich sag nur noch eine Sache, nur ganz kurz, Tito, die Verherrlichung von Jesus ist ein Kreuz. Die ganze Schrift bestätigt das. Ja? Also Johannes 17, 1-5 zum Beispiel, die Verherrlichung von Jesus ist vom Vater, nicht von dem Volk. Ja, der Vater soll den Sohn verherrlichen, nicht das Volk. Nur mal im Kontext. Und der Heilige Geist. Aber verherrlichst du jetzt Jesus? Nimmst du, verehrt ihr Christen Jesus? Das ist die Frage. Nochmal, deine erste verehrt Frage ihr Jesus? Deine erste Frage ist irrelevant, denn kein Mensch kann Gott verherrlichen. Nur Gott kann sich selber verherrlichen. Wir können an der Herrlichkeit Gottes nichts hinzutun. Verherrlichst du Jesus? Ja, no, ich habe es dir gerade beantwortet. Theologisch können wir an der Herrlichkeit Gottes nichts hinzufügen. Nur Gott kann sich selber verherrlichen. Kein Mensch kann an der Herrlichkeit Gottes irgendetwas hinzufügen. Wir können nur anbeten. Weil der Jesus sagt, er nimmt keine Verehrung von Menschen. Er wird von Jesus wird von Menschen angebetet. Was redest du vom Blödsinn? Der Jesus hat das so gesagt. Dann les mal 5,31. Johannes 5,31. Nee, stopp. So, jetzt müssen wir. Ey, Leute, stopp. Leute, was jetzt. Ich jetzt sage, ich schweige danach. Ja. Das Letzte, was ich sage, das ist Offenbarung 5,13. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was in dem Meer ist und alles, was ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, und das ist Jesus, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wer ist am Thron? Fertig. Ich habe wer ist am Thron? Wer ist am Thron? Beide, das Lamm und der Vater. Ah, beide. Okay. Ich möchte nur schnell etwas vorlesen und nachher gehe ich schnell runter. Schau mal, Apostelgeschichte 13, Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiliger Geist, blickte ihn fest an und sprach: O du Sohn des Teufels, Tito, du bist ein Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, den geraden Weg des Herrn zu verkehren. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, Tito, und du wirst ein Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel die Dunkelheit und Finsternis auf ihn. Darum sage ich zu dir, du Sohn des Teufels, hör auf. Okay, hör auf, du Sohn des Teufels. Du bist verwirrt. Du musst zu Krankenhaus. Verwirrt bist du, dein Ding, dich hast. Du musst zu Krankenhaus. Ehrlich, jetzt ohne Spaß. Das ist nicht mehr normal mit dir. Komm, ich habe keine Lust, mit sowas hier zu reden. Geh. Okay, ich sage zu dir, wie Paulus sagt hier, voller Heiliger Geist, du Sohn des Teufels, voll List und voller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, den geraden Weg des Herrn zu verkehren. Du sollst stummen. Lies mal, was Paulus gesehen hat. Was hat er im Korintherbrief 11, 15?
Was hat er geschrieben? Der Teufel verwandelt sich in Engel von Licht. Der Teufel verändert sich im Engel des Lichts. Das hat der Paulus gesehen. Deswegen lehrt er seine Schüler, damit die das nicht als Engel sehen, diese Licht, wenn die sehen. Weil er hat das selber erlebt. Ich muss weitergehen. Ich wünsche keinen. Außerdem, die mit ihm zusammen waren, haben gesehen etwas, aber nicht gehört. Und dann ein paar Seiten weiter erzählt er, die haben gehört und nicht gesehen. Einmal so, einmal so. Und das ist Gottes Buch. Wo war der Heilige Geist, die zu inspirieren da? Damit die nicht so Blödsinn erzählen. Einmal so, einmal so. Was erzählt ihr mir? Ihr versucht hier eine Lüge darzustellen wie eine Wahrheit und eine Wahrheit als eine Lüge. Tito, das ist euer Problem. Das funktioniert nicht so. Ich sag trotzdem noch mal was, ganz kurz, Tito. In der Apostelgeschichte bestätigen die Christen die Geschichte von Paulus. Alle, Jakobus, die ganze Konzil von Jerusalem bestätigt Paulus. Petrus bestätigt Paulus. Dein Schwachsinn hier. Paulus hatte gute Sachen getrieben. Halt mal kurz den Mund. Halt mal kurz den Mund. Dein Schwachsinn wird nicht von der Bibel unterstützt. Absolut nicht. Paulus wird komplett bestätigt. Er wird vom Konzil von Jerusalem, von allen Aposteln dort, zu den Nationen Christen geschickt als Bote. Petrus sagt, dass seine Briefe Schrift sind. Also hör auf, so einen Blödsinn hier zu erzählen, als ob Paulus irgendwas Falsches gesehen hat. Der wird bestätigt durch und durch von der Kirche. Er hat das selber gesagt. Außerdem, der hat geschrieben im Apostelgeschichte, dass er... Hallo, Moment. Stopp mal. Ja, da darf man nicht reden bei euch. Du weißt doch, dass zwei verschiedene Geschichten da sind. Du weißt doch. Du darfst nach mir reden. Okay? So, ich rede jetzt nicht zu Tito. Der glaubt das sowieso nicht. Zu allen anderen hier. Es gibt keinen Beleg, dass es außer einem Streit zwischen Paulus und Petrus, es gibt nur einen Streit zwischen ihnen, es gibt keinen Beleg in irgendeiner Form im Neuen Testament, dass die Apostel gegen Paulus waren. Überhaupt nicht. Ja? Und selbst Petrus hat nachher den Paulus als empfehlenswert genannt und hat gesagt, seine Briefe sind Schriften. Alle haben Paulus unterstützt. Lasst euch nicht belügen von den Moslems. Sei still, ich bin am Reden. Lasst euch nicht belügen von den Moslems. Es gibt keinen Beleg dafür in der gesamten Schrift. Was sie machen, ist nur verdrehen und täuschen und tarnen. Nein, nein, nein. Ich habe nicht über Paulus Briefe gesprochen. Ich habe nur über diese Geschichte, wo der erblindet war. Und zwar, das ist in Apostelgeschichte, Kapitel 9 und Vers 7 bis 8. 7. Also, da sagt er, dass die Leute nur gehört haben und nicht gesehen haben. Und im Apostelgeschichte 22,9 sagt er, dass die gesehen haben und nicht gehört haben. Wie kann das sein, dass ein Schreiber schreibt eine und dieselbe Geschichte? Und hat er vergessen, was hat er damals gesagt, dass die gehört haben und nicht gesehen? Und dann jetzt schreibt er, die haben gesehen und nicht gehört und einmal gehört und nicht gesehen. Ach ey, diese Taschenspielertricks. Nee, das ist so. Das geht nein, einfach das ist so. Nicht so. Wenn du habe ich das geschrieben? Habe ich das geschrieben? Still, nein. Sei still. Einfach still. Das sind Taschentricks sind das, ja? Hier wird verborgen, dass es um unterschiedliche Sachen geht. Haben Sie einmal verstanden, was er gesagt hat? Oder haben Sie nur etwas gehört? Keines der drei Elemente widersprechen sich, die lassen sich harmonisieren und wir haben nur einen Widerspruch, wenn es eine Exklusivität, Entschuldigung für meinen, ich habe einen Kiefer-OP gehabt, kann gerade nicht so deutlich sprechen. Es gibt nur einen Widerspruch, wenn es eine Exklusivität gibt, also wenn das eine das andere ausschließt. Das tut es nicht, es kann harmonisiert werden. Da haben wir im Koran genauso Fälle, da sagt einmal der Pharao was zu Moses und einmal sagt das Gleiche, sagen seine Diener zu Moses. Ja, wir haben die gleiche Problematik im Koran. Wenn du Sachen harmonisieren kannst, weil sie sich nicht ausschließen, ist es kein Widerspruch. Das sind Taschentricks, das sind Hütchenspielertricks, wo man versucht, die Leute zu täuschen. Und das ist das Problem. Nein, Lukas war kein Idiot, der hat nicht dreimal was Unterschiedliches in einer Geschichte geschrieben, der hat drei verschiedene Aspekte an drei verschiedenen Stellen beschrieben.
Ja, also diese Tricks, das könnt ihr wirklich in die Tonne kloppen. Entschuldigung, dass ich da ein bisschen frustriert bin, aber ich habe die so oft gehört. Und wenn wir dann zum Koran gehen und wir finden die gleichen Probleme, dann auf einmal kommt das große Schweigen. Oh, ich muss aber jetzt gehen, weil ich gleich eine Telefonkonferenz habe. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Es war wirklich Gottes Segen. Und Mats, warte, ja. Mats, bevor du gehst. Wirklich einen großen Respekt, Leute. Schenkt den Mats bitte alle ganz viel Liebe. Wirklich, der hat beste Arbeit geleistet hier. Ne? Hat das schön gemacht. Richtig. Und ich kann nur eine Sache sagen, Mats, das hast du wirklich schön gesagt. Ne? Und sehr, sehr großen Respekt. Deswegen, Leute, bitte den Mats einen Support geben. Beschenkt ihn, Leute. Ja, so wie ihr könnt. Und wie gesagt, Mats, das hast du wirklich super gemacht. Das ist sehr schön. Ich bedanke mich an alle, ich mache das gerne. Noch nicht gehen, Mats, noch nicht gehen, Mats, du kriegst Geschenke. Warte, 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 Mats, du gehst jetzt noch nicht. Warte. Nur zur Info. Alles, was ich kriege, ganz kurz, Mats, bleib mal noch da, Mats. Ich bin noch nicht fertig. Warte, 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 Mats. Warte, geh jetzt nicht weg. Leute, alle den Mats mal bitte beschenken hier, so gut wie möglich. So, jetzt Attacke hier, Leute. Attack, attack, attack. Let's go, Leute, Attacke hier. Den Mats beschenken und dann kann er gehen. Jetzt erstmal ordentlich mal punkten hier. Let's go, let's go, let's go. Eskalation hier, Eskalation. So. Tito, von dir auch ein paar Rosen, bitte. Ja, Tito. Nee, Mats, wie gesagt. Bezahlen, Tito, ne? Die Zeit, die wir für die hat mir eine Rose geschenkt. Ich freue mich, Tito. Nerven, alles. Ihr Lieben, wenn ihr das macht, dann müsst ihr ein bisschen Latein lernen. Es sind nur drei Wörter. Sehr einfach. Soli Deo Gloria. Dem Herrn allein die Ehre. Ja. Richtig, richtig, richtig. Nee, alles wirklich gut, sehr Lieben. Gut. Ja. Tschüss. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, das war doch mal richtig schön hier, ne? War Bombe und genau, was wollte ich jetzt nochmal machen? Moment, ich mache mal wieder meine Kamera an. Tito, ganz kurz, Bruderherz. Tito, hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Also ich glaube, der... Ah, so. Ja, super, ich habe noch eine. Johannes, nee, reicht. 5,31, was Johannes 5,31 sagte Jesus, ja, wenn ich Zeuge von mir, meine Zeugnis ist Wahrheit. Und die gleiche Johannes 8,14 sagt er, wenn ich Zeuge von mir, ist das nicht die Wahrheit. Was machen wir jetzt? Okay, Tito, du wurdest jetzt 3 Stunden lang widerlegt. Warum stellst du noch weitere Fragen? Es passt doch, ist doch alles okay. Ich habe eine letzte Frage. Ja. Mach dir noch hier. Kurz allerletzte Frage, ja. Johannes 5,31, sagt er, Jesus, Tito, dass seine. Nee, Zeugen keine Fragen mehr. Danach nicht Wahrheit. Und Johannes 1,14 sagt er, dass das die Wahrheit ist. Was ist jetzt richtig? Moment. Bevor wir überhaupt was machen, Jerry Gloss, Gottes Segen, mein Lieber. Wie geht's dir? Jerry, wie geht's dir? Mir geht's gut. Jerry, hallo, Gottes Segen. Siehst du, dank mir wurdest du jetzt begrüßt. Gottes Segen, mein kleiner Ritter. Ja, Tito. Mein kleiner Traumritter. Ja, bitte. Warte mal schnell. Du weißt doch, ich habe noch mal eine letzte Frage. Ja. Ich habe dich doch gestern gefragt. Von welcher Linie kommen die Propheten? Propheten? Ja. In welcher Linie kommt der Prophet? Von Ismael oder von Isaac? Moment mal, jetzt hast du, du kannst sagen, von welcher Linie sind gekommen Propheten bis Mohammed, sallallahu alaihi wasallam? Ja? So kannst du die Frage stellen. Okay. Ja? Und von welcher Linie ist Mohammed, sallallahu alaihi wasallam? Ja, sag mir bitte. Das sind 2 Fragen, so musst du das stellen. Welche willst du jetzt? Okay, dann antworte mir. Okay, ja, ganz kurz. Ich wollte kurz fragen, wie wird das ausgesprochen? Sallallahu alaihi wa was? Wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Okay. Flexer, der Muslim. Gottes Segen. Du siehst wie eine Muslim aus. Nun fehlt dir noch Shahada und Beten.
Ein bisschen beten. Okay. Da aber du konntest mich bis jetzt gar nicht überzeugen. Nee, aber interessant. Du wirst inshallah Muslim. Inshallah. Ich dachte jetzt, Jay. Inshallah. Wir werden mal sehen, dass Tito, Mensch kein Gott ist. Antwortest du mir jetzt bitte? Okay, antworte mal. Aus welcher Linie kommt der Prophet Mohammed? Aus welcher Linie? Mhm. Von Ismail. Ismailiten, Araber. Ismail. Ja, okay. Ismail. Genau. Wollen wir was schauen zusammen? Ja, kann man schauen. Warum nicht? So. Kannst du mal kurz groß machen? Es geht weit. Nicht gefallen. In Sure 29, Sure, ja? Ja. In Sure 29, 27. Was bestätigt der Koran? Und wir schenken ihm den Isaac und Jakob und machen in seiner Nachkommenschaft die Prophetie und Schrift. Und wir gaben ihm diesseits sein Lohn. So, wo steht Ismail hier? Ja, steht nicht. Und? Was willst du sagen? Wie und? Ja. Wo steht Ismail damit, hier? Was beweist du damit? Wo ist jetzt dein, wo ist dein Mohammed? Oh. Ja, wovon was? Was ist diese Schrift? Also, was willst du damit beweisen? Was ist das? Erstens beweist er, dass du eben gerade gelogen hast. Das ist schon mal das Erste. Das ist schon mal das Erste, dass du gerade gelogen hast. Außer brauchst du hier irgendwelche Therapie oder was ist mit dir los? Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich bin wieder locker, Junge. Ich danke euch. Tito, ja, wünsche dir auch Gottes Segen. Ja, was hast du jetzt bewiesen? Dass du gar keine Ahnung hast, oder was? Genau. Ja, gut. Dafür so Jerry. Ja. Oh, Jerry hat was bewiesen jetzt. Jerry, lass dich nicht. Junge. Also er hat eigentlich bewiesen, dass du direkt vor dem Satz gelogen hast. Mit was hat er bewiesen? Soll er beweisen? Zeig mal seine Kamera da. Was hat er bewiesen? Hat er doch gerade gezeigt. Er hat dich gefragt, was könnte in dem Moment kommen. Es dazwischen. Verstehst du? Wir haben gelesen, dass hier, was hat Allah gesagt? Wir schenken Zeitung von gestern in Stern TV oder was ist das? Machten in seiner Nachkommenschaft. Super Sonntag, was ist das? Wo ist der Ismail hier? Ist das Super Sonntag oder was ist das? Tito, wo ist der Ismail? Okay. Stopp, ganz kurz. Leute, eins nach dem anderen. Und Tito, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Wir sollten mal langsam Pause machen. Ich bin schon über zwei Stunden hier. Wie viel? Zwei Stunden bestimmt nicht hier. Ja, warte, Tito. Tito, ganz kurz. Tito, guck mal, das Ding ist, du stellst viele Fragen, aber du wirst in jeder Frage widerlegt. Das heißt, sogar ich habe dich ja vorhin mit drei Sachen komplett widerlegt. Ja, ihr habt mich besiegt. Ich gebe zu, habt ihr mich besiegt, auseinandergenommen. Ich habe gar keine Ahnung. Ihr seid super Wissende und gut ist. Okay? Ich wünsche euch alles Gute. Danke, dass ihr mich besiegt habt. Ihr habt mich besiegt. Ich habe bewiesen, dass ich keine Ahnung habe von Bibel und gut ist. Okay? Seid ihr glücklich? Gut, super. Nein. Nur die letzte Frage habt ihr mir noch nicht beantwortet, aber egal. Da hat ja Jesus mal gesagt, so mal so. Okay, das kommt vor eben in Bibel, das ist ja normal. Ja? In Bibel kann alles passieren. Jesus hat mal so gesagt. Kommt drauf an, wie der Schreiber das gesehen hat. Und manchmal hat er Jesus dem Kreuz getragen, aber die anderen drei sagen, nein, der hat Simon hat getragen. Aber beides sind Wahrheit. Okay, ich kann das verstehen. Das ist eure Logik. Super. Ihr seid super schlau. Ihr habt mich immer widerlegt. Super. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich muss mal jetzt langsam beten und dann kann ich nochmal kommen. Aber ich mache meinen Live. Ja? Ja, ich muss jetzt da was mit Balkan. Alles Gute, ich respektiere dich, Host, ich Flex, du bist sehr korrekter Mann, sehr guter Mann. Danke. Ich wünsche dir alles Gute. Ja? Ja, du bist auch ein guter Mann. Und alles Gute, ja? Alles Gute. Servus. Also ganz kurz, Leute, es war ja recht gut.
Gottes Segen. Es war ja alles gut. Nur eins dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen nur nicht durcheinander reden. Ansonsten, es hat schon alles gepasst. Ja, also wir haben ja gemerkt, eine Sache, was wir mitnehmen konnten, ist, wenn die Widersprüche anfangen. Ne? Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Und der Tito ist ganz nett, ne? Er ist respektvoll gegenüber mir, ne? Er ist ja jedes Mal eingeladen hier, aber Tito kann nicht hochkommen, wenn er dieses, sagen wir mal, Wissen nicht hat, weil man debattiert nicht, wenn man gar keine Ahnung hat. Deswegen, ich weiß auch nicht, aber ja. Genau, aber jetzt haben wir ja immer noch, jetzt haben wir ja schon mehrere Varianten gehört, vielleicht jetzt haben wir ja den Abu Hamza da, vielleicht kann er uns das sagen, wer laut Koran am jüngsten Tag kommt, um zu richten. Wir haben ja jetzt mehrere Varianten. Warum soll ich aber sagen? Ach so, weil du bist ja. Ja, weil wir hatten jetzt die Variante, es kommt keiner, dann kommen zwei, dann kommt Isa. Jetzt hatten wir heute, dass einer gesagt hat, es kommt Isa, um die Christen recht zu leiten. Lass mich diese Variante nennen. Lass mich mal diese Variante nennen. Also, wir hatten heute sogar vier Varianten. Einmal ein Mardi, der kommt. Und Isa zusammen. Der andere sagt, nein, kein Isa kommt. Also vorgestern hatten wir einen gehabt, nein, Isa kommt nicht. Es kommt jemand ganz anders. Ich so, aha, okay. Und der andere sagt aber nicht, Isa kommt, sondern jemand anders kommt. Ich so, okay. Und dann hatten wir eine Variante, ist, Isa kommt nicht. Und dann hatten wir eine Variante, ist, Isa und Mardi kommt. So, was stimmt hier nicht? So, und dann gibt es die andere Variante, Allah kommt. Zum Richten. So, okay. Und da habe ich gefragt, so, ja, also Allah kommt dann gleichzeitig richten oder wer ist Allah? Allah kommt. So, wir haben vier Varianten. Bitte, ich möchte nur wissen, warum wir vier Varianten haben. Oder sogar fünf. Heute kam die Variante von Tito, dass, oder von dem anderen, der gesagt hat, dass Isa kommt, um die Christen wieder recht zu leiten. So, dann habe ich ihn gefragt, wie, erklär mir das mal bitte, wie Isa kommt, um die Christen recht zu leiten. Also vor 1500 Jahren hat zuerst mal Allah die Leute getäuscht am Kreuz. Das ist nur so erschienen. Die Christen zuerst mal 600 Jahre in die Irre geleitet, damit dann Isa wieder zurückkommt, um die Christen wieder recht zu leiten. Hä? Was stimmt Abu denn da Hamza, nicht? Erklär jetzt. Abu Hamza, erklär mal jetzt. Abu Hamza. Was wollt ihr von mir, Alter? Erklär jetzt. Ja. Ja, Abu Hamza, soll ich doch erklären? Die denken, du bist Moslem, Yusuf. Ich wünsche euch Abu Hamza. Gottes Segen. Das ist doch Yusuf, das ist doch Chris. Ich hatte aber Flex, ich hatte wirklich eine wichtige Frage eigentlich an Tito. Ich wollte die bis dato nicht stellen. Warte mal, hat diesen Italiener gestimmt? Der muss 30 Sekunden gestimmt, Mann. Heute nicht immer. Pass auf, laut... Flex, ich frag dich mal jetzt, mal gucken. Ich frag dich jetzt mal. Stell mal vor... Ganz kurz, Leute, ganz kurz, eins am anderen, ja? Ich frag dich jetzt mal, wenn du jetzt Moslem wärst, dann würdest du mir ja bestätigen, dass Allah allmächtig, allwissend ist und allgegenwärtig ist, richtig? Allgegenwärtig. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob der Tito dieses Wort jetzt verstanden hätte, übersetzt heißt ja allgegenwärtig, er ist überall und zu jeder Zeit präsent, richtig? Richtig. Allpräsenz, ja. So, dann frage ich dich jetzt, warum gibt es dann Gebetszeiten? Ja, also, ja. Darf ich bitte mal reden? Also ich höre mir jetzt seit zwei Stunden das alles hier an. Und erstmal gottesreichen Segen, die Liebe Christus in jedem. Ich hoffe, dass wir auch in der Weisheit und auch in der Güte und Barmherzigkeit reden kann, ohne irgendwie Angriff zu sein. Ja. In meinem Channel herrscht nur Respekt, also keiner wird hier beleidigt, alles gut. Folgendes, Thema das Gebet und Thema den Islam. Folgendes, ich habe den Islam. Ich war ja früher konvertierter Moslem, ich bin ja wieder Christ. Ich habe den Islam. Erstmal, weil ja einige Leute ja über diese Leute berichten, die erstmal Terroristen sind, ja, die gewisse Sachen gemacht haben, die nicht vom Islam ist und auch nicht nach dem Koran und Sünder und des Propheten sind. Ja. Ich habe den Islam so kennengelernt und es wurde mir so beigebracht, dass es mit Frieden so, dass man Frieden weitergeben soll, ja. Und dass man mit Geduld und mit jedem Menschen klarkommen soll. Ja, das ist erstmal die eine Regel. Und das Töten ist ja auch Haram, ne? Und diese Sachen, ich habe das alles beigebracht gekriegt. Ich kenne mich auch mit einigen Sachen aus.
Ich werde jetzt aber nicht darauf eingehen, weil auf eigenen Grund, weil ich einfach einige Sachen gegenüber, was die Christen machen, also jetzt meine Glaubensgeschwister machen. Über was redest du jetzt gerade? Über was redest du jetzt gerade? Warte, und auch über das, was die Moslems machen über den Christen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Bibelverse dazu sagen, dann bin ich auch fertig. So, Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht sehen und glauben. Ja? Hast du diesen Vers überhaupt verstanden? Ja, ich habe den Vers verstanden. Also ich möchte auf ein paar andere Sachen noch kurz eingehen. Nein, 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 Moment. Ich habe dich nämlich genau an diesem Punkt. So, glückselig sind... So, wiederhol noch mal den Satz. Wiederhol das nochmal. Glückselig sind die, die nicht gesehen, die nicht sehen und glauben. Okay, und was willst du damit noch sagen? Früher die Jünger haben ja ihn gesehen und haben geglaubt. Und die ihn nicht sehen, die sind glückselig und wenn sie glauben. Also was ist denn daran jetzt falsch zu verstehen? Also wenn ich mit okay, meinem Verstand und mein Herz, wenn ich mit meinem Herz und Verstand glaube, ich möchte ja über die Glückseligkeit und ich möchte noch, hättest du mich zu Ende reden lassen können, dann hätte ich ja auch eine Antwort gegeben, eine richtige. Aber du lässt mich ja gerade nicht ausreden. Du hast mir ja gerade auch mein Wort, hast du reingeredet. Tut mir leid. Ich wollte nur, okay, tut mir leid. Ja. So, jetzt gehe ich, mal die Glückseligkeit kurz durch. Ich versuche es kurz zu fassen. Matthäus 5,3, glückselig die Armen im Geiste, denn ihr ist das Reich des Himmels. Glückselig die Trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach den Gerechtigkeit. Warte, lass mich bitte ausreden. Bitte, Abu Hamza, lass mich ausreden. Jedes Mal redet ihr mir rein ins Wort. Ich finde das echt unnötig. Lass mich doch bitte zu Ende reden. Ja, okay, aber bitte tu nicht irgendwelche Verse, die nicht einen Zusammenhang haben, in einem Zusammenhang. Vielen, vielen Dank. Also folgendes, ich rede das jetzt zu Ende, weil es sehr wichtig ist. Glückselig die, die nach den Gerechtigkeit hungern, dabei hat man schon gehabt, glückselig die barmherzig, denn ihnen wird die Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, jetzt kommen wir auf das hier, was ich meine. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ja. So, was wollte ich damit sagen, was ich ja gestern auch schon gesagt habe? Also, was heißt denn überhaupt glückselig und dass man Friedensschützer sein soll? Geht es nur, dass wir Christen oder die Frag mich Christen nicht, ich bin nicht wissend, ich habe keine Ahnung. Okay, dann rede mich rein. Also. Heißt es nur, warte, dass du noch... Ich sag dir noch zum letzten Mal, red vernünftig mit mir, hast du verstanden? Ich rede mit Abu Hamza, ich habe mit dir ganz normal geredet, ja? Okay? Mit Respekt, Leute, mit Respekt. Das wird so nicht funktionieren. Was soll das? Und bitte einen nach dem anderen ausreden lassen. Bitte, Leute. Ja, ich will doch erstmal zu Ende reden. Und die reden mir die ganze Zeit ins Wort. Das geht mir schon, seitdem ich immer bei Live betrieben bin, wird das die ganze Zeit so gemacht. Also, dann Leute, lasst ihn bitte ausreden. Wenn er fertig ist, dann kann der andere reden. Und dann stummst du dich kurz, so dass keiner reinreden kann. So, jetzt. Also, die Glückseligkeit, ja, und Friedensstifter, was ich sagen wollte, ist, geht das nur unter die Christen? Nein, geht es nicht. Es gilt überall. Es gilt auch mit seinen Mitmenschen, ja. Denn die Friedensstifter, das sind wirklich die Leute, die keinen Hass im Herzen haben, die nicht streiten, die keine Habsucht haben und all solche möglichen Sachen. Friedensstifter bedeutet auch, ja, dass ich kein Stolperstein bin für die Leute draußen, für die Menschen draußen, ja, dass ich versuche nicht zu richten, ja, und dass ich auch den anderen respektiere, wie er ist, ja. Das ist ja auch sehr wichtig. Und zum Beispiel, was meine ich mit Stolperstein? Also wenn ich christlichen Glauben habe, ja, und ich bin ein Stolperstein, weil ich die Leute so knallhart versuche, das Evangelium zu predigen und was weiß ich mögliche, und Leute
sagen, sie wollen das nicht hören, nicht, dass ich respektiere, dann ist es Marie, kommt es nicht dann, dazu, dann ist es ja nicht meine Liebe. Ja, du erklärst seit 10 Minuten, Bruderherz. Ja, aber lass uns. Pass auf, wenn ich schon Bruderherz, wir reden schon seit zwei Stunden. Ja, wenn ich ein Thema beginne, dann sage ich zuerst mal, es geht zum Beispiel heute um die Kellnerei. Dann erkläre ich, wie die Kellner sich zu verhalten haben. Aber du erklärst ein Thema und willst dann am Ende erklären, um was es geht. Sag doch am Anfang, um was es geht, damit wir verstehen, worüber du redest. Soll ich denn anfangen? Also erstmal, wenn du bist doch Christ, ne? Da müsstest du doch genau wissen und zwischen die Zeilen lesen können, was ich damit meine, oder? Wenn er fertig ist. Also wenn ich ein Anstoß bin für andere Menschen, bin ich nicht in Jesus Christus. Und wenn ich andere Menschen provoziere mit meinen Aussagungen und nicht in der Liebe bin, und weil ich provoziere, bin ich nicht in der Liebe Gottes. Das ist es mir nicht. Okay, verstehst du das? Bruder, Jesus Christus, Bruder Claudio, Jesus Christus, kann ich was sagen dazu? Nein, Jesus Christus ist am Kreuz für alle Sünder gestorben. Jesus Christus ist für die Sünde aller Menschen gestorben. Wo ist denn unsere Barmherzigkeit? Oh, warte, lass mich. Ja, ey, Vita Loca, bitte. Wo ist denn die Barmherzigkeit? Ich bin schon mega lang geworden. Ja, aber wo ist. Vita Loca, wo ist denn die Barmherzigkeit gegenüber anderen? Ich zeige mit der Bibel. Wo ist. Ich werde dir zeigen mit der Bibel. Vita Loca, lass mich ausreden, bitte, ja. Ey, jedes Mal machst du das. Lass ihn bitte ausreden, bitte, Leute, lass ihn ausreden. Jetzt. Wenn ich den anderen nicht respektiere, wie er ist, genauso wie draußen, jetzt hat er wieder, komm ich wieder, richtig, Dwoller, du bist, machst richtig alles durcheinander, ja, mit deinem Reinreden. So, kann mir jemand kurz mal helfen, wo ich weiter war? Kann mir jemand helfen, wo ich weiter war? Und vor allen Dingen, so geht man auch mit Autisten um, ne? So, kein Respekt vor Autisten und kranke Menschen, kein Respekt vor Stellan, hör auf mit dem. Nein, Dieter, ich soll dir auch sagen, ich bin Autist. Ihr habt keinen Respekt vor Autisten und kranke Menschen, das merkt jedes Mal. So. Ja, aber du unterstellst uns hier Sachen. Nein, warte, Dieter, ich meine mich nicht. Oh mein Gott, Jesus Christus, ne? Walla, ihr bringt mich zu verzweifeln, ich schwöre, Walla! Ich schwöre, ey, bitte, lasst mich doch einmal ausreden! Ihr bringt mich durcheinander! Leute, bitte lasst ihn ausreden, bitte. Stummt euch mal alle, bitte. Vita Loca, stumm dich mal, bitte. Ich bin gestummt, Bruder. Okay, so, jetzt kannst du reden. Sorry, ich entschuldige mich dafür nochmal, wenn die jetzt dazwischen geredet haben. Ich möchte nur bitte, dass ihr ihn zuhört. Soll er von mir aus auch eine Stunde reden, aber er soll zuerst reden. Wenn er fertig ist, dann antworten wir. Okay, Leute? Also, jetzt, tut mir leid. Es geht um Gottes Wort und Gottes Wort sollte man ja reden kann, ja, weil ich Autist bin und kognitives Schwierigkeiten habe, hat man mich trotzdem zu respektieren und ich bitte auch, wenn ihr Christen seid, wahre Christen und die Menschen, dass ihr die Menschen mal respektiert. Das ist mal sehr wichtig. Ja, es sind nicht viele Menschen oder einige Menschen gleich wie ihr. Ne, da gibt es halt einfach Unterschiede. So, was ich damit meine, wenn ich nicht in der Liebe bin. Ja, was heißt denn Friedensstifter? Friedensstifter bedeutet auch, wenn ich jetzt jemanden die ganze Zeit zutexte mit das Evangelium und er möchte das Wort Gottes nicht hören oder den muslimischen Mensch oder den Bruder oder der in Islam ist, ja, und ich quatsche ihn damit zu und ich reize ihn somit in Zorn und das was Schlimmes passiert, bin ich kein Friedensstifter, sondern was bin ich dann? Ich hetze. 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 Zu machen, Menschen schmackhaft rüberzubringen und nicht nur pom 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 und bla 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 bla. Damit erreicht man komplett das Gegenteil. Komplett das Gegenteil. Wenn ich nicht, ja.
Okay, wir haben dich verstanden. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Aber am Ende des Tages soll uns nichts davon abhalten, das Evangelium Christi zu verkünden. Das heißt also, wir dürfen drüber reden. Und wenn der andere, sagen wir mal, das als Beleidigung sieht oder hierher kommt oder meint, er müsste, keine Ahnung, dann müssen wir unser Glaube natürlich verteidigen. Wir dürfen das Evangelium verkünden. Wir dürfen über das Evangelium sprechen. So, es heißt nicht, dass wir irgendwen angreifen, das machen wir nicht, das wollen wir doch gar nicht. Ich verstehe schon, worauf du hinaus möchtest, aber warum sollen wir uns das verbieten, das Evangelium nicht zu verkünden? Wir dürfen also, auch das Evangelium verkünden. Also wo ist das okay. Problem? Ich habe nicht gesagt, dass man das nicht darf. Die Frage ist, wie man es macht und wann man es am besten einsetzen soll. Das ist schon mal die andere Sache. Und die Frage ist, ja, aber warte mal, es ist doch aber auch wichtig, also dass ich nicht nur rede, wie manche das heute machen hier 24 Stunden auf TikTok. Sorry, dass ich das sage, bitte nimm das nicht als Angriff. Ne? Es heißt ja auch, an die Früchte wird man das erkennen und auch an die Taten. Weil hier steht nicht auch noch, wenn man mit einer Glückseligkeit nochmal reingehen kann, steht mir nicht auch drinne, der die Werke des Gerechten erfüllt, ist auch glückselig. Also und das Gesetz, das alte Gesetz ist auch erfüllt, steht hier auch drinne, ist glückselig, könnte man alles nachschlagen. Also sehr wichtig, dass man nicht nur redet, sondern dass man oder nur betet, also nur beten, beten, beten und für die Leute beten bringt nichts. Also folgendes, Licht sein bedeutet auch, dass die Leute erkennen, dass man Gottes Kind ist. Denn es steht auch in der Bibel, die Menschheit wird erkennen, dass ihr Gottes Kinder seid. Erstmal okay, an das Handeln, an das Tun Bruder. Und so wie man ist. Bruder, die meisten, die du hier drinne siehst, wir kennen das ja schon, was du sagst. So, ich würde dann an Bruderherz Claudio übergeben und dann an Wieder Locker, weil die Brüder wollen was sagen und die kommen nicht zu Worten, deswegen ich würde denen mal das Go geben. Bruderherz Claudio. Ich brauche nur eine Sekunde. Wie gesagt, es steht auch im Epheser, steht drin, dass wir die Finsternis aufdecken sollen. So, und wenn jemand reinkommt, so wie Tito, und sagt, die Bibel ist verfälscht, dann haben wir uns gegen zu wehren, ne? Und gegen zu argumentieren. Und wir sind die ganze in der Liebe, wir waren weder respektlos anderen gegenüber, das ist eine Diskussion, die baut sich eben halt auf. Und wenn jedes Mal widersprochen wird, was in der Bibel drin steht, dann ist das ein klarer Angriff auf unsere Schriften. Ein ganz klarer Angriff. Okay. Wieder locker. Dann heißt es aber auch, wieder locker. Wieder locker ist dran. Okay, also ich möchte, 80 Leute sind da drin. Also, ich möchte euch eine Sache sagen. Christian David, mit allem Respekt, aber kommt immer wieder mit seinem Ich bin Autist. Und tut das so, als würde wir nicht respektieren, dass er Autist ist oder was gegen ihn haben, weil er Autist ist. Obwohl das gar nicht stimmt. Okay? Wir lieben ihn, ich habe mit ihm gesprochen, obwohl alle ihn angegriffen haben, uns gesagt haben, man soll ihn nicht mit ihm sprechen. Er war dann bei den Muslimen und hat angefangen zu sagen, er hätte ihn angegriffen mit den anderen Muslimen, mit dieser Anwar. Dann ist er zu mir gekommen und haben wir ganz normal miteinander gesprochen. Aber, was verwechselt er hier? Tito, ich bin hier schon über ein Jahr. Tito kommt immer gleich. Und ich habe was, und er sagt, ja, so, aber was hat Jesus selber gesagt? Ihr Kinder des Teufels, ihr Heuchler, und. Jesus selber. Was hat Paulus gemacht? Saulus, aber der auch Paulus heißt, voll Heiliger Geistes, blickt ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die gerade Wege des Herrn zu verkehren? Das ist das, was die Tito hier gemacht hat. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich. Und du wirst eine Zeit lang blind sein. Also wir sehen hier, dass Paulus voller Heiliger Geist jemand Sohn des Teufels nennt. So sagt, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit. Wir müssen nicht uns hier unterdrücken lassen. Wir müssen uns nicht hier keine Ahnung was machen lassen mit unserer Schrift. Nein, wir können sprechen. Sprechen. Ich meine, wir wollen niemanden angreifen, körperlich, wir wollen niemand Böses, aber hier geht um das Wort Gottes. Und das ist kein Spiel. Das Wort Gottes ist ein Schwert. Ein Schwert. Okay? Für jede Gottlose.
Und es ist genug, diese Menschen kommen hier, ziehen unsere Bibel in Dreck und dann sage ich zu ihm, dass in Muslim steht geschrieben, dass sein Prophet ein Djinn sie hat, ein Teufel, und dass er selber ein Teufel ist, er flüchtet die ganze Zeit, wie immer, wie alle Muslime flüchten vor der Tatsache, vor der Aussage, dann fangen sie da an, die Bibel so. Ich habe hier mehrere Screenshots, Jesus in der Hölle, Jesus im Feuer, Jesus homosexuell, Jesus so, und dann geht dieser Christian David zu den Muslimen und sagt, ja, in Namen aller Christen entschuldige ich mich. Aber wann kommt der Muslim und entschuldigt sich bei dir? Diese Leute, die unsere Bibel und unsere Herren spotten und in Dreck ziehen und so Bilder machen. Wann? Wann kommt? Nein, sie kommen nicht. Aber die Christen, okay, und ist das, was ich genug habe, gehen zu einem Joker, sprechen mit ihm, als wäre alles okay, als wäre gar nicht schlimm, die ganze Blasphemie, die er macht, die ganze Beleidigung an die Christen, die ganze Zeit so. Andere genau gleich. Und dann sind wir hier und sagen, ja, wir müssen barmherzig, natürlich, barmherzig bin ich immer. Jeder, der mich kennt, weiß, dass wenn ein Muslim kommt, warte schnell, dass wenn ein Muslim kommt, wir sprechen ganz normal und dann stehen die gut, wir haben wunderschöne Gespräche. Aber es gibt Menschen, okay, wie ein Tipo, der nur kommt, um die Bibel schlecht zu machen. Wir sehen hier, er ist auf nichts eingegangen, hat die Schwester angegriffen, wegen... So sind diese Leute, er ist auf nichts eingegangen, was Islam angeht. Ganz kurz, okay? Wenn ich was sagen darf, ganz sicher, kurz. Bitte. Und zwar, Leute, wir sind immer noch bei 22.000 stehen geblieben. Ihr enttäuscht mich. So ein schöner, respektvoller Stream und wir sind immer noch bei 22.000 Likes. Leute, das geht so nicht. Ja, ich bin der Meinung, wir machen jetzt die Kommentare aus, bisschen. Wir stummen jetzt die Kommentare, also Christuskind, du darfst stummen, bis wir 35.000 Likes haben. Also tschüss, Leute, viel Spaß euch. Ich muss euch auf jeden Fall Dinger drohen, das geht so nicht. Also, jetzt könnt ihr weiterreden. Alles gut. Guck mal, wie viele jetzt rausgehen, weil die keinen Bock haben. Ja, das kriegen sie hin. Wieder locker, schau mal, ich war beim Joker gewesen und ich war beim Amir gewesen, ja, bei allen beiden. Und ich habe alle beide meine Meinung gesagt, dass ich von beiden Seiten das nicht in Ordnung finde. Dass es einen gewissen Respekt muss sein, weil wenn der Respekt nicht ist, kommt irgendwann mal, fehlt das dann irgendwann mal an Menschlichkeit, ja. So, und Bruderherz Claudio, zu dir sage ich jetzt auch nochmal was. Was du mich gesagt hast, ist Bibelvers, ja, ist... uns ist alles erlaubt, aber nicht alles dient uns zum Besten, ja, denn es gibt auch die unsichtbare Welt, ja, und was ist denn mit der unsichtbaren Welt gemeint und mit der Finsternis? Weil manche Menschen richtig abscheuliche Dinge tun, das ist damit gemeint. So, es ist aber auch gemeint, wir kämpfen nicht mit den Menschen und mit dem Fleisch, sondern wir kämpfen um das unsichtbare Welt. In dem Moment, wenn jemand dein Glauben oder das, was du bist als Jesus Christus, eine neue Schöpfung, wenn das angegriffen wird, dann geh, segne ihn, bete für ihn und fertig. Dann geh doch gar nicht auf Diskussion ein. Dann geh doch nicht auf eine Diskussion ein, ganz einfach. So, ich habe Freunde, ich bin ja früher, war ja früher Moslem gewesen, ich habe sehr viele moslemische Freunde, die mit Christen sehr, sehr, sehr gut befreundet sind und sie akzeptieren und respektieren sich untereinander. Da gibt es keinen Streit, weil wir sind alle Menschen. Wir haben alle dasselbe Blut und wir sterben alle irgendwann. Und wenn mir jemand wichtig ist und ich möchte jemandem meinen Glauben beibringen oder meinen Glauben erzählen, ja, wie ich zu Jesus Christus gekommen bin oder was weiß ich, und er ist mir wichtig, erzähle ich auch darüber. Aber ich bin nicht der Mensch hier auf TikTok, ne, und deswegen bin ich auch bei Joker und bei den Amir Ex-Moslem reingegangen, ja, und habe das Ding gesagt, dass ich das nicht korrekt finde. Ich bin nicht der Mensch, der jemandem irgendwas aufzwingen möchte. Ja, ich bin einfach nicht der Mensch. So, ich möchte das, meine, so wie ich jetzt gerade bin, dass Gott mich verändert, ja, dass ich mich langsam verändern lasse, dass ich mich darauf einlasse. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Es geht nicht auf einmal heute auf morgen. Es ist alles ein Prozess. So, ich möchte, dass die Leute auf einmal sehen, wow, er hat eine Umwandlung. Irgendwas ist an ihm anders. Und dann haben die Leute automatisch irgendwann Interesse,
und fragen danach. Und dann gebe ich ihnen auch dementsprechend eine Antwort. Und ich muss auch deswegen nicht eine Peitsche draufklatschen und die Leute dann zuknallen damit. Ich gebe ihnen einfach die Antwort. Wenn sie es hören wollen, wenn sie nicht hören wollen, ist ihr Problem. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und deswegen ist mein, mein Evangelium ist nicht das, die Leute so damit zuknallen, sondern wirklich danach zu leben, es zu Frucht werden lassen, dass die Frucht auch reif wird, also auch mit was unter der Erde ist, und dass sie solche Knospen und dann alles so schön wackelt, weil ein Fundament aus Sand funktioniert nicht. Ja, mit Erde, das funktioniert das Fundament. Und wenn das nicht, warte, wieder locker, wenn das nicht funktioniert, ne, dann fällt man irgendwann. So. Und das ist auch das, also entweder man wandelt danach, man lebt danach, man lässt es in die Früchte und man lässt es auch wirklich auch in die Tat umsetzen. Glaube und Taten, es sind sehr große Sachen, die zusammenpassen. Ja, und die zusammenwirken. Und wenn das nicht ist, ich kann Berge versetzen, ich kann prophezeiisch reden, das und das alles, aber ich habe die Liebe nicht, dann ist es alles tot. Ohne Liebe, ohne Jesus Christus, sind das alles, was wir machen, einfach nichts wert. Und das wollte ich halt nur sagen. Also. Sehr gut hast du gesprochen. Du hast auch in gewisse Sachen recht. Aber was du verwechselst hier, ist eine Tatsache. Okay? Ich habe vorher gesagt, Jesus hat gewisse Menschen Schlangenbrut genannt und Kinder des Teufels. Ich habe ein Bibelvers genannt. Lass mich bitte jetzt aussprechen. Paulus nennt auch hier jemand, okay? Voller Heiliger Geist. Hör gut zu. Voll den Fest an und sprach. Was hat er gesprochen? Du Sohn des Teufels. Das müssen wir alle in unsere Koffer reintun. Voller Heiliger Geist sprach er. O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit. Wir müssen die Leute mit Liebe empfangen. Ja, aber es gibt Sohn des Teufels, Kinder des Teufels. Okay? Und wenn ein Tito hier ist und eine Schwester komisch angreift, wegen Heiliger Geist, hast du den Heiligen Geist, er beleidigt den Heiligen Geist hier. Okay? Und was bedeutet, wenn er so etwas macht? Was ist das? Ist er dann nicht ein Sohn des Teufels? Doch, er ist ein Sohn des Teufels. Okay? Und ist das, was ich sage? Niemand will Stress, niemand will jemanden angreifen, niemand will jemanden beleidigen. Aber ich habe zugehört, wie er hier die ganze Zeit den Heiligen Geist beleidigt hat. Dann ist mein Recht, hier reinzukommen und zu sagen, dass er ein Sohn des Teufels ist. Ob die Leute passt oder nicht, ob jemand dann sagt, ich bin kein Christ oder nicht. Ich begegne jedem mit Liebe. Aber genug ist genug. Richtig. Aber was sehr hat schön gesagt. Aber was hat denn, sehr schön gesagt. Sehr schön was gesagt. Hat denn aber, was hat denn aber Jesus zu den Jünger gesagt nochmal, wegen dem Unglauben von ihm? Wo er dann gesagt hat, wegen Teufel und so etc. Kannst du das mal vorlesen? Es gibt Menschen, Christian. Nein, es gibt Menschen. Ich unterbreche euch nochmal. Ihr seid beide im Glaube und ihr streitet nicht. Ihr seid Brüder und ihr tut mir jetzt einen Gefallen. Ne? Wenn einer redet, dann wartet der andere, bis der andere gesprochen hat. Und ihr seid beide Brüder im Glaube. Das heißt also, einer redet, der andere wartet und wir streiten nicht, okay? Ja, warte, Flex, ich wollte doch kurz sagen, dass ich jetzt runtergehe. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Alles klar, Bruder. Geschwister, Gottes Segen alle. Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder, dich und deine Familie. Ich auch wieder locker. Okay, wieder locker, du kannst weiterreden. Chris, okay, ich möchte nur sagen. Chris, wünsche mir keinen Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Ja, dich habe ich gehört. Danke. Gottes Segen. Also, ich möchte nur sagen, langsam habe ich das Gefühl, viele Christen sind hier und kennen ihre eigene Bibel nicht. Wir müssen jedem Mensch mit Liebe begegnen. Jeder, der mich kennt, wie viel Mal habe ich mit Tito gesprochen, in voller Liebe, in voller, wirklich, immer wieder, aber irgendwann ist genug. Er war hier und er hat den Heiligen Geist, er hat die Schwester. Ja, hast du den Heiligen Geist, du bist Gott und alles Mögliche.
Und ich bin reingekommen und ich habe zu ihm gesagt, dass sein Prophet sagt, dass er ein Djinn hat in sich, ein Teufel, und dass der Prophet selber ein Teufel in sich hat, ein Djinn. Okay? Das war meine Aussage. Und ich sage so, ich begegne mit Liebe, aber wir müssen nicht vergessen, dass Gott selbst Liebe ist, aber gleichzeitig ist ein gerechter Richter, gleichzeitig, okay? Lässt Gott sich nicht spotten. Und das vergessen die Menschen. Die Menschen denken einfach, ja, Liebe, Liebe, Liebe. Ja, Liebe. Wir müssen die Menschen mit Liebe begegnen. Und ich bete für die Menschen. Aber hier hören Menschen zu, die vielleicht schwach im Glauben ist, die vielleicht nicht so, die sich nicht so gut auskennen mit der Bibel. Und der Mensch ist hier und labert über die Bibel, labert über Jesus. Jesus war ein Lügner, Jesus war ein Sünder, Jesus so, der Heilige Geist, das und dort. Und soll ich hier bleiben und sagen, ja, Liebe, Liebe, ja, ich liebe dich. Der Mensch interessiert sich nicht, der ist ein Kind des Teufels. Und das ist, was wir definieren. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Und das ist der Punkt. Darum habe ich gesagt, möge Gott ihn stummen. Tito, nein, der Dämon in ihm. Weil ich spreche mit Dämon, mit der Dämon, der in Tito drin ist. Ich spreche nicht mit Tito direkt als Mensch. Und ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Ich spreche nicht den Menschen an, sondern ich spreche die Dämonen in. Weil wenn du ein Christ bist, musst du wissen, dass die Dämonen in Menschen auch drin sind und zu uns sprechen sogar. Durch Menschen. Und dann sollen wir zulassen, dass er, Jesus Christus, in Dreck zieht, als Sünder hinstellt, als ein Lügner. Der Heilige Geist spottet. Also nicht mit mir. Ich kann jeder sagen, ich bin kein Christ. Okay, kann jeder sagen, ich bin kein Christ. Aber ich lasse das nicht zu und ich komme rein und ich sage, was ich zu sagen habe. Okay, Liebe, ja, ich bete für die Leute, aber diese Dämonen in diesen Menschen, sage ich sofort die Wahrheit. Verstehst du? Und wenn ich konnte, würde ich sofort die Dämonen austreiben. Verstehst du? Hier, da, durchs Internet, würde ich Dämonen sofort austreiben. Verstehst du? Und das ist der Unterschied. Tito und ihn und seine Familie Gottes Segen, aber diese Dämonen ihn soll zur Hölle fahren. Das ist meine Meinung. Und so denke ich. Das verstehe ich ja, was du damit meinst. Aber jetzt nochmal auf die Bibelstelle, wo Jesus mit den einen Jüngern gesagt hat, das mit dem Teufel, ja, wo er doch gesagt hat, ja, du hast Glauben. Auf einmal fängt er einen Satz an und er sagt, dass der Teufel mit ihm gesprochen hat. Wo ist denn der Satz? Kennst du die Bibelstelle nicht? Ich finde die jetzt gerade nicht hier. Wahrscheinlich kannst du das wieder locker mal raussuchen, bitte. Petrus. Ja, genau. Meinst du mit Petrus, als Petrus zu ihm gesagt hat, nein, wegen der Kreuzigung. Jesus hat gesagt, er wird gekreuzigt und Petrus hat gesagt, nein. Und dann hat der Herr Jesus zu ihm gesagt, weiche Dämon. Genau, richtig. Oder Satan, weiche Satan. Ja. Ja, aber was sehen wir hier? Jesus hat gesagt, freut euch nicht, dass ihr die Macht über die Dämonen habt. Hört zu. Liebe, Liebe, was ist Liebe? Liebe, wenn du jemanden liebst, okay? Dann bist du ab und zu auch hart ihm gegenüber, wenn er einen Fehler macht. Ich liebe meinen Sohn über alles. Aber wenn er einen Fehler macht, dann muss ich ab und zu auch hart sein. Weil ich ihn liebe. Weil in Liebe muss ich hart sein ab und zu. Und nicht sagen, ja, ich liebe ihn, er kann machen, was er will. Nein. Nein. Wir müssen auch Liebe zeigen, indem wir ab und zu auch ein wenig hart sind. Die Wahrheit sagen. Weil sogar Gott liebt, kraft uns, er züchtigt uns. Warum? Weil er uns liebt. Verstehst du? Ich will nicht sagen hier, nein, keine Liebe oder, nein. Ich liebe doch die Menschen. Ich will das Beste. Ich will, dass sie zu Jesus kommen. Aber es gibt Situationen wie heute, okay, die Titel hier ist, Jesus ist ein Lügner, Jesus ist ein Sünder, Jesus hat das gemacht, Jesus hat dort gemacht, okay. der Heilige Geist so. Ey, weißt du, und dann ist was, du bist zu Joker gegangen. Joker ist auch der jeder Christ beleidigt, der Heilige Geist beleidigt, Jesus beleidigt, Jesus homosexuell, Jesus so. Okay, ja? Warst du, folgendes, warst du denn dabei gewesen, wo ich beim Joker einige Sachen gesagt habe? Warst du nicht da? Du warst ja nicht dabei. Ne?
Möge Gott dich segne dabei. Möge Gott dich segne dabei. Es ist nicht so. Wieder locker, lass mich ausreden. Folgendes. Wenn du mit einem wahren, also Gläubigen redest, ja, der sich wirklich mit dem Islam auskennt, sind erstmal Gelehrte, die das gelernt haben, die 30 Jahre studiert haben, die das Wissen weitergeben dürfen, die das auch lehren dürfen, ja. Zum Beispiel in der Moschee gibt es ja auch gewisse Leute, die nur das lernen dürfen, ja, und nicht irgendeine Fetwa oder irgendeine Nasiha geben, ja, ohne Wissen, ja, weil es gibt auch Nasiha oder sowas in der Richtung, wenn man jemand was Falsches dann auf einmal eine gute Absicht hatte, aber einen falschen Ratschlag in dem Moment gibt. Ja, so, es gibt wirklich Menschen, also die wirklich davon Wissen haben, die wirklich Wissen davon haben und reden auch ganz anders und haben auch Respekt von Jesus, haben auch Respekt von Jesus und haben auch Respekt auch über Christen, Moslems, Christen, Juden und andere Menschen. Und das muss man auch akzeptieren. Aber ihr geht jedes Mal an diesen Menschen rein und zu denen, die erstmal muss man wissen, also wenn man nach der Sünde geht, muss man sich entweder die Haare komplett abmachen, den Schnurrbart kürzen, den Bart wachsen lassen und noch ein paar andere Eigenschaften braucht man noch. Und die richtige, die man richtig erkennt, dass sie fünfmal am Tag beten zum Beispiel, erkennt man an die Stirn oder an die Füße. So, die geben auch eine komplett andere Antwort, als wenn du jetzt mit den Leuten zum Beispiel redest, wo du halt diese Merkzeichen halt nicht erkennst. Ja, und da gibt es halt auch viele, und das müsste man unterscheiden. Also, ich weiß nicht, also ich habe, wo ich, die Leute, mit denen ich früher, bevor ich im Islam konfrontiert war, früher, die haben komplett anders mit mir geredet. Also die haben da nicht irgendwie so geredet, wie manch andere hier auf TikTok. Haben die nicht. Ja? Und das hat mich ja früher auch dann zum Islam gebracht. Und dann, aber schau mal, Christian, da unten ist ein Typ, Bibel des Schreckens. Warte schnell, da unten ist ein Typ, Bibel des Schreckens. Er schreibt gerade wieder, was willst du mir sagen, aber ich interessiere dich. Islam nicht und diese Leute, die Islam machen, interessiert das nicht. Lass mich doch einfach ausreden. Also ich sag doch mal, das, was ich kennengelernt habe, ist nicht das, was einige Leute auf TikTok partizieren oder weitergeben. Nein, da ist nicht. Ne? Und ich sag doch mal, Jesus Christus kann er retten oder Gott kann jemanden raussuchen, wem er will und kann er retten, wem er möchte. Egal welche Finsternis du gehst, egal welche Irrwege du gehst, egal was von Glauben oder Unglauben du hast, keine Ahnung. Ja, Gott ist dir näher als du denkst. Wir sind doch diejenigen, die sich Gott entfernt haben. Aber Gott entfernt sich doch niemals bei den Menschen. Ja? Darf ich kurz was fragen? Ja. Glaubst du, dass Mohammed der Prophet ist? Nein. Also für mich, ich bin ja wieder zum Christentum, weil ich einige Sachen für mich nicht übereinstimmen konnte. Ja? Also du glaubst nicht, dass er der Prophet ist, oder wie? Nein, früher habe ich das geglaubt, aber jetzt nicht. Okay, gut. Eine Sache wollte ich nur kurz klarstellen, weil die Leute denken, vielleicht wärst du vom Islam oder so, aber okay, ist auch nicht so schlimm. Ansonsten das Problem ist, ich habe nur noch 5% Leute. Ne? Wie gesagt, ich muss bald mein Handy laden, aber ich kann euch eine Sache sagen, meine christlichen Brüder, auch unsere muslimischen Brüder, ich sage das immer wieder, wir haben schöne Gespräche, wir sind nicht hier, um zu streiten, wir debattieren auch nicht, ja, aber der Tito ist einfach hier hochgekommen, wie gesagt, ich will das nur kurz aufklären und möchte debattieren, ne? Und wie ihr wisst, ich bin keiner, der debattieren tut, ne? Das wisst ihr ja ganz genau. Aber aufgrund dessen, dass ich ihn 2, 3 Fragen gestellt habe, hat er sich quasi selbst widerlegt, ja. Das heißt also, ich habe ihn nicht widerlegt, sondern er hat sich selbst widerlegt, ja. Als er das mit dem Abraham zitiert hat und sich selbst die Antwort gegeben hat, ja. Daran merkt man einfach nur, dass wenn du die Schriften oder wenn du die Sprache nicht verstehst, dann darfst du nicht hier hochkommen und irgendetwas machen. Ne? Es hat keinen Wert. Du kannst nicht hier hochkommen und mit jemandem debattieren oder sagen wir mit unserer Community debattieren, wenn du keine Ahnung von deinen eigenen Schriften hast und nicht mal die deutsche Sprache kannst. Du liest etwas vor und widerlegst dich sogar selbst.
Peinlicher geht's gar nicht. Und du versuchst dann in dem Moment dich zu verteidigen, indem du mehrere Verse holst und sagst, ja, aber ich habe noch eine Frage. Ja, aber ich habe noch mal eine Frage. Ich habe noch mal eine Frage. Das hat schon alles bewiesen. Und da hört's schon auf, wo ich dann sage so, okay, alles klar, dieser Mensch hat eigentlich irgendwo komplett, eigentlich, er hat verloren. Er hat schon von Anfang an verloren, aber er wollte trotzdem weitermachen. Und ich habe das ja stoppen wollen. Also derjenige, der es ja mitbekommen hat, der hat ja gemerkt, dass ich das stoppen wollte, dass er nicht mehr weitere Fragen stellt. Weil er hat sich, ich habe ihn davon bewahrt. Ich habe ihn davon bewahrt, dass er nicht weiterredet. Ansonsten widerlegt er sich die ganze Zeit. Ne? Aber okay, eine Sache kann ich sagen, ich hoffe, ich wünsche Ihnen natürlich das Beste, den Tito. Ne? Ich habe ja immer zum Tito gesagt, der ist ja immer herzlich willkommen hier, ist ja gar kein Problem. Aber ohne Wissen kann er nicht hier hochkommen. Und das Ding ist, wir haben ihm schon all die Antworten gegeben. Also wo will er sich sonst noch diese Antworten holen? Also ich finde das ein bisschen schade. Ich finde das ein bisschen traurig. Manche Menschen, also ich kann es nur noch mal sagen, manche Menschen sind unbelehrbar. Ne? Also der mir gerade zuhört, ja, manche Menschen sind unbelehrbar. Das ist unglaublich. Also einer wie ich, der die Sprache beherrschen tut, ich beherrsche die deutsche Sprache und ich erkläre ihn, hey, hör mal zu, du hast dich gerade selbst widerlegt. Und dann hat er eingesehen, das, was ich gesagt habe, dass es stimmt. Und dann kam er mit weiteren Fragen und wieder weitere Fragen. Und da merkt man schon, okay, es bringt nichts mehr. Naja. Darf ich schon mal kurz auf den einen Kommentar eingehen, auf den neuesten Umbi 86. Folgendes, was wieder Luca macht, das weiß ich. Ich habe ihm meine Meinung gesagt, lass ihn einfach weiterreden, geht gar nicht drauf ein, aber wenn er jedes Mal drauf eingeht und hochgeht, seid ihr selber schuld. Einfach links siegen lassen. Ja, ja. Also ganz kurz nochmal an Israel. Ich weiß, du bist hier unser muslimischer Bruder und so, ne, ist ja gar keine Frage, aber ich kann niemanden hochholen, der sich selbst widerlegt die ganze Zeit. Das geht leider nicht. Ne? Israel. Und Israel, du kannst nicht über gewisse Sachen sprechen, wenn du dich selber widerlegst, Israel. Das geht nicht, ne? Also deswegen habe ich dich auch mit zwei Worten. Egal. Egal. Ich will nicht noch weiter das ins Lächerliche ziehen. Deswegen alles gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass Tito zur Bekenntnis kommt und dass er den richtigen, wahren Weg findet. Leute, ich muss mein Handy laden, ansonsten ich würde noch weiterhin noch mit euch reden. Ne? Und Leute, vielen, vielen Dank für die Likes. Jeder kann mir gerne folgen. Ne? Im Livestream ist immer ein bisschen Action hier, das ist gar keine Frage. Ich muss jetzt eine kleine Pause machen, ich muss mein Handy laden. Der folgen möchte, kann folgen. Ne? Ist gar kein Problem. Und Liebe geht euch an jedem raus. Liebe geht raus an jedem hier und fühlt euch gedrückt. Ich bin 20.30 Uhr nochmal live. Ne? Ich muss jetzt mal eine kleine Pause machen. Ich muss jetzt was essen und noch ein paar Kleinigkeiten machen. Ansonsten, Leute, ich sag euch nur eine Sache. Der Herr Jesus Christus liebt euch und fühlt euch alle gedrückt. Okay? Christian, wenn du noch was in der Community sagen willst, sag, weil ich habe nur noch 3% wieder locker. Wenn du noch was sagen möchtest, sag. Weil mein Akku geht bald flöten. Ne? Es stirbt jetzt gleich aus und dann tue ich aufladen. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Genießt die Sonne, geht ein bisschen raus. Seid nicht immer zu oft am TikTok drin, sondern genießt das Leben. Denn das Leben ist auch draußen und nicht nur auf Internet. Das ist ja wichtig. Richtig. Gottesreichen Segen euch alle. Gottesreichen Segen. So, wieder Luca. Bruder, ich danke für deine Arbeit hier. Ich wünsche dir und deiner Familie auch Gottes Segen. Lass euch nicht unterdrücken. Glaubt nicht diese Leute hier, die hier reinkommen und jede Sache erzählen, wie viele Muslime. Glaubt das nicht. Lasst euch nicht verführen. Alles gut. Gottes Segen, alle zusammen. Gottes Segen. Und Gottes Segen an die Zuschauer, die lange da waren, die zugehört haben. Der Herr Jesus Christus ist groß, ne, das wissen wir alle. Jeder, der im Glaube ist, der den Heiligen Geist empfängt, der weiß ganz genau, dass der Herr der Einzigartige und der Wahre ist.
Leute, Amen, Amen. Bis später. Amen. Fühlt euch gedrückt. Ich liebe euch, Leute. Also, Jesus Akbar. Jesus Akbar. Jesus Akbar. Also, Leute, ciao. Ciao, meine Lieben.